Du hast den Sieg vollbracht.
Danke, danke für diesen Strom. Tauch tief ein in diesen Strom. Tauch tief ein in diesen Strom. Tauch tiefer ein in diesen Strom. Tauch tiefer ein in diesen Strom. Er stärkt dich, er nährt dich, er ist deine Kraft. Tauch tiefer ein, tauch tiefer ein, tauch tiefer ein. Er lässt dich leben. Es ist der Lebensstrom. Es ist der Lebensstrom. Tauch tiefer ein, tauch tiefer ein. Es ist der Lebensstrom. Er ist für dich. 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 Hörst du, für dich? Du brauchst den Sieg. Du hast den Sieg. Im Wort Gottes steht in Sprüche. Wenn die Gerechten triumphieren, ist die Herrlichkeit groß. Ist die Herrlichkeit groß. Weißt du, wir können triumphieren. Wir sind die Gerechten. Jesus Christus hat uns gerecht gemacht. Und dann ist die Herrlichkeit groß. Die Herrlichkeit groß. Sie ist groß hier. Wir triumphieren. Wir haben den Sieg. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Sieg. Danke für deinen Strom. Danke für den Siegesstrom. Danke, dass wir triumphieren in deinem Triumphzug. In deinem Triumphzug. Und dass deine Herrlichkeit sich ausbreitet hier auf dieser Erde. Ausbreitet. Weißt du, wir sind hier, um dieses zu trinken. Zu trinken, damit wir es geben können. Damit es rausfließt. 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 Trink. Tauch tief ein und trink. Damit du geben kannst, damit die Herrlichkeit groß wird in deinem Umfeld. Groß wird in deinem Umfeld. Die Herrlichkeit soll groß werden in deinem Umfeld. Groß, weißt du, groß ist seine Herrlichkeit. Viel größer, als sie jemals war. Viel größer. Er hat seine Herrlichkeit, die er hatte vom Vater, uns gegeben. Es ist eine riesige Herrlichkeit, weißt du, wir alle, geballte Herrlichkeit, geballte Herrlichkeit, geballte Kraft, geballtes Leben, Leben pur, es ist Leben pur, es ist die Liebe pur, es ist das, was wir brauchen, es ist das, was die Menschen brauchen, es ist das, was die Welt braucht. Halleluja, danke Jesus, dass du uns triumphieren lässt, danke Jesus, dass du uns triumphieren lässt, ein Triumphator, juhu! Triumphator, weißt du, ein Triumphator steht da und ruft den Triumph aus, er ruft den Triumph aus, ruft den Triumph aus, danke Jesus. Jesus, für deinen Triumph, dein Sieg ist unser Sieg. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Alles wird verändert, weißt du, er sagt, ich mache alles neu. Und es ist durch seine Herrlichkeit, die fließt aus uns. Seine Herrlichkeit macht alles neu, alles neu. Es ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, aller Dinge. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weißt du, diese Herrlichkeit ist der verborgene Ort, in dem du gehst, wo dir nichts passieren kann, wo dir nichts geschieht. Es ist der verborgene Ort. Zieh rein, bade dich drin, bade dich drin. Tauche ein, dass alles durchdrungen wird von dieser Herrlichkeit. Alles durchdrungen wird. Durchdrungen wird, weißt du, dass du nass bist von Herrlichkeit. Du triefst von Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist sein Wille. Und ich spreche, sein Wille geschehe wie im Himmel, jetzt auf dieser Erde, jetzt in diesem Raum. Sein Wille frei. Und die Geschenke werden ausgeteilt. Die Geschenke werden ausgeteilt. Nichts kann die Geschenke zurückhalten. Und ihr seid diejenigen, die mit offenem Herzen und mit offenen Armen dastehen und sie in Empfang nehmen und alles andere geht raus aus diesem Raum, raus aus diesem Raum. Hier ist der Raum der Freiheit, weil die
übernimmt und alles übernimmt. Und jeder Schmerz weicht aus diesem Raum. Jeder Schmerz für immer. Für immer. Und jede Sorge weicht. Jede Sorge weicht. Angst weicht in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deinen Sieg. Also er hat immer einen Weg. Er hat immer einen Weg für dich. Den Weg der Herrlichkeit, den Weg des Siegs. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also eine Person ist da und sieht keinen Ausweg. Es ist eine verzwickte Situation und heute kamst du her und hast gesagt, zeig mir das Licht im Tunnel. Zeig mir das Licht im Tunnel. Und er ist da und sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Leben. Ich bin dein Weg. Ich bin dein Weg. Wenn du das bist, darfst du dich melden. Wenn du das bist, komm geschwind vor. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich spreche dieses Licht frei über dir. Jesus Christus, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist dein Leben. Schau auf ihn, schau auf ihn. Er ist dein Weg. Sein Wort ist deines Fußes Leuchte und er sagt, vertraue mir von ganzem Herzen dein Weg. Dein Weg, ich ebne deine Pfade. Vertraue mir, vertraue mir, vertraue mir. Das Licht ist sichtbar für dich. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du eine ähnliche Situation hast, dann darfst du einfach deine Hand auf deinen Kopf legen und sagen, danke, Jesus, dass du der Ausweg bist. Dass du der Ausweg bist. Und ich setze es frei in Jesu Namen für jeden Einzelnen. Die klare Sicht, die klare Sicht auf den geraden Weg in Jesu Namen. In Jesu Namen, danke. Der Sieg gehört euch. Der Sieg gehört euch, weil er ihn für euch vollbracht hat, für dich und für mich. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Juhu. Danke, Jesus. Oh, oh. Danke, Jesus. Bist mein Sieg. Danke, Jesus. Bist mein Sieg. Danke, Jesus. Du bist mein Sieg. In jedem Bereich. In jedem Bereich. Auch für unser Land. Und für diese Welt. Du bist der Sieg. Ich gehe klar meinen Weg im Sinn.
Sieg, ich geh klar meinen Weg im Sieg.
danken dir für dein Werk in unserer Mitte, Heiliger Geist. Danke, dass du an unseren Herzen wirkst und arbeitest und veränderst und verwandelst, Herr. Danke, Herr, für eine Bewegung deines Geistes in unserer Mitte, Herr. Bevor du zum Platz gehst, sag, genieße einfach seine Gegenwart. Thank you.
Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Halleluja. So schön, wieder bei euch hier zu sein. In der Familie Gottes. Wir wären ja gern noch ein bisschen länger in Martinique geblieben. So eine schöne Insel. Aber ihr habt uns gezogen. Wir mussten wieder zu euch zurück. Halleluja. Preist den Herrn. Vielen Dank für eure Gebete auch die letzten 2 Wochen. Wir hatten wirklich eine gewaltige Zeit in Martinique. Ich kann euch gerade mal so ein bisschen berichten zum Anfang. Wir haben noch ein paar Fotos. Wir haben gestartet am Mittwoch im Norden der Insel. Das war da. Ihr könnt den Ton auch dazu machen, bitte. Den Ton wäre auch. Genau, das war die erste Veranstaltung. Das Lied kommt euch vielleicht bekannt vor. Genau. Das war der erste Abend, da haben sich schon 10, 12 Leute bekehrt. Und starke Wunder sind auch schon passiert am ersten Abend. Unter anderem eine Frau, die hatte Hashimoto und ein Gewächs an der Schilddrüse. Und das Gewächs ist vollkommen verschwunden. Sie hat nichts mehr von dem Gewächs spüren können, nichts mehr finden können. Das war schon ein starker Einstieg. Dann hatten wir am Donnerstag ein starkes Treffen in Fort-de-France, in der Hauptstadt von Martinique. Und das war auch sehr stark, da habe ich vor allen Dingen auch gelehrt und es ging dann auch um seelische Befreiung und so weiter. Und dann nicht alles durchklicken, bevor ich sage, ja, erst dann, wenn ich sage, die Bilder durchklicken. Halt das nächste, genau, dann das nächste. So. Genau, und das war dann am Freitag, das war dann ein Open-Air-Gottesdienst direkt am Hafen oder am Wasser von Fort-de-France, also links ist das Wasser. Und da ist so ein Open-Air-Park und da haben wir einen Open-Air-Gottesdienst gemacht und sind so richtig die Wunder Gottes ausgebrochen. 50 Leute haben sich etwa bekehrt in dem Open-Air-Meeting, wirklich Neubekehrte. Und da haben wir wirklich erlebt, buchstäblich, die Blinden haben gesehen, die Tauben gehört, die Lahmen sind gegangen. Es war wirklich stark, fast alles Ungläubige. Eine Frau war praktisch blind auf beiden Augen, hat dann bezeugt, dass sie wieder mein Gesicht sehen kann, konnte die Finger meiner Hand wieder sehen. Gott hat ihre Augen geöffnet. Ein Mann hatte ein Ohr, das war zu 99% taub, also kann ich sagen taub. Und danach hat er auf dem Ohr besser gehört als auf dem gesunden Ohr. Weißt den Herrn. Ihr könnt noch mal ein bisschen durchklicken, da genau bei den Bildern. Das war der Pastor. Links ist der Pastor dort, der uns eingeladen hatte. Die haben insgesamt 4 Gemeinden, 3 davon auf Martinique und insgesamt 500 Leute etwa. Und ich weiß nicht genau, wer das war. Ich glaube, das kann sein, dass es der mit dem tauben Ohr war, für den ich gebetet habe. Genau, ihr könnt weiterklicken. Und das war der Bekehrungsaufruf, da sind die Leute gekommen zur Bekehrung, etwa 50 Leute insgesamt, also von überall her, die haben sie sogar noch in 100 Meter Entfernung haben sie noch ihre Hand gehoben zur Bekehrung. Das war stark. Dann Lahme, die gegangen sind, eine Frau, die wieder gerannt ist, eine andere Frau, die eine Krücke hat. Ich glaube, da haben wir einen kurzen Film dazu auch, wo die, genau. Nee, das ist Predigt, da ist auch gut. The first sermon that Jesus preached in the Bible. Le premier sermon que Jésus a prêché dans la Bible. His first words were this. Et ses premiers mots étaient ceci. The kingdom of God is at hand. Le royaume de Dieu est proche. Is at hand. It's within reach. Il est déjà là. Hinter mir da ist das Lobpreisteam mit den schönen Kleidern. Que tu peux l'atteindre, le toucher. Wow, and there is His glory. Et il y a sa gloire. Because His kingdom. Parce que son royaume. And regulations. Ce ne sont pas des règles et des lois simplement. His kingdom is the substance of heaven. Mais son royaume, c'est vraiment le centre du ciel. Genau. Und dann das Video, wo die Frau mit der Krücke ist. Genau da rechts seht ihr das, ne? Da schwenke ich die Krücke und die läuft da. Die Leute waren total begeistert. Weißt du, ne?
Also es war ein richtiges Fest da Open Air. Gott hat richtig, richtig mächtig gewirkt. Ganz, ganz viele Wunder passiert. Wie gesagt, ganz viele taube Ohren, also oder Schwerhörige auch, die gehört haben und Leute, die wieder gehen konnten und so weiter. Also es war richtig Hammer. Und dann Freitagabend waren wir dann wieder, Samstagmorgen, genau, als nächstes kommt Samstagmorgen. Da haben wir ein Meeting gemacht, nur für Ehepaare und solche, die es werden wollen. Und die durften Fragen stellen zum Thema Ehe, ja. Question and Answers. Ja. Und dann haben wir Fragen beantwortet dann in der Gemeinde zum Thema Ehe. Genau, könnt weiterklicken. Genau, das war dieses Meeting Samstagvormittag. Das war auch eine starke Zeit. Das war richtig, richtig gut auch. Und dann Samstagabend, da habe ich dann richtig die Leute in Wundern aktiviert auch. Ich habe ein Wunder demonstriert mit Fußgewölben. Eine Frau hat zwei neue Fußgewölbe bekommen. Kreatives Wunder. Und dann haben wir für alle gebetet, dienen lassen für alle, die ein kreatives Wunder gebraucht haben. Und ich kann euch sagen, es waren vielleicht 350 Leute im Raum und etwa 100 Leute haben sofort bezeugt, dass sie ein Wunder erlebt haben. Also es war richtig stark. Und teilweise, ich konnte nicht alle Zeugnis geben lassen natürlich, aber teilweise, ich habe nur die stärksten Zeugen, halt nochmal zurück, nur die stärksten Leute Zeugnis geben lassen, die stärksten Wunder. Bei ihr war es so, dass ihre Beine verdreht waren, also die waren nach außen gedreht und deswegen konnte sie eben zum Beispiel nicht in die Knie gehen, konnte sie ihre Beine nicht richtig bewegen und sie war natürlich total happy. Ihre Beine haben sich vor ihren Augen wieder in die richtige Position gedreht und jetzt ist sie wieder völlig frei beweglich. Und das nächste Bild, das war auch ein gewaltiges Wunder. Dieser Mann, der hatte im Unterbauch so ein Stück, er hat uns die Narbe gezeigt, hat hier eine große Narbe und sie hatten ihm so ein Stück Metall einoperiert mit mehreren Schrauben. Und dieses Metall konnte er tasten hier im Unterbauch und aufgrund dessen konnte er nicht in die Knie gehen, weil das Metall dagegen gedrückt hat. Und sofort konnte er wieder in die Knie gehen und er konnte das Metall nicht mehr fühlen. Also das Metall hat sich wahrscheinlich aufgelöst oder was. Preis den Herrn, das war ein gewaltiges Wunder. Dann genau diese Frau, die hat mir sogar die ganzen Unterlagen per E-Mail geschickt inzwischen. Die war sogar als teilweise behindert eingestuft vom Sozialamt, deswegen nur eingeschränkt arbeitsfähig. Und die hatte unter anderem eine ganz starke Blockade des Kniegelenks. Also die konnte das Knie nur maximal 90 Grad bewegen. Und du kannst sehen, ja, Gott hat ihr Knie vollkommen befreit und sie war total happy, ist rumgesprungen wie ein Gummiball. Halleluja. Okay, ihr könnt weitergehen. Genau, das war der Samstagabend, die Aktivierung. Da wurden noch viele andere Sachen. Ich habe hier eine Zusammenfassung. Was hatten wir noch? Genau, das war auch stark. Ein Junge, im Anschluss daran haben sie einen Jungen gebracht und der hatte eine Operation im Schienbein gehabt und auch Metall einoperiert und aufgrund dessen war sein Bein zwischen 3 und 5 Zentimeter kürzer als das andere. Und Gott hat wirklich das kreative Wunder getan und vor den Augen des Vaters ist das Bein ausgewachsen, komplett auf die normale Länge. Das war echt total. Das auch. Halleluja, danke Jesus. Mindestens ein taubes Ohr wurde da auch geöffnet, auch an dem Abend nochmal. Verdrehte Beine kamen in die richtige Ordnung, neue Fußgewölbe und so weiter. Ganz viele kreative Wunder und auch wieder Bekehrungen. Und dann am Sonntag, da könnt ihr das Video zeigen, das ist noch der Samstag, genau. Am Sonntag, das war dann der begeisterte Lobpreis. Ich muss den Anzug anziehen. Sing immer Feuer, 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 singen sie immer. Fö, fö, fö. Da kommst du richtig rein. Es war richtig stark. Am Sonntag haben sie auch nochmal 30 Leute bekehrt etwa. Da war es richtig proppenvoll. Da haben sie noch zusätzliche Reihen, dann gestuhlt zwischen den Reihen und so weiter, um die Leute alle unterzubringen. Waren also deutlich über 400 Leute dann da. Also das war wirklich gewaltig. Also es war echt eine starke Zeit. Danke für eure Gebete. War richtig ein Geist der Erweckung drauf die Woche. War richtig Feuer drauf. Richtige Erweckung. Insgesamt haben sich fast 100 Leute bekehrt. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ich weiß nicht mehr.
Genau, also wirklich war richtig ein Geist der Erweckung drauf, gewaltige Wunder passiert. Und dann hat Gott uns im Anschluss dann noch 3,5 Tage angenehmen Urlaub geschenkt. Könnt ihr auch noch ein paar Bilder einblenden? Das war noch zum Schluss, das ist das Interview mit dem Pastor. Das war dann am Flughafen, da haben wir dann noch eine kurze Jesus the Way. Haben wir kurze Rückmeldung von ihm gemacht. That we have had the honor to minister at now for 5 days in a row. So, Pastor Stefan, I would like to know, how was it for you? How were these days for you as a pastor of the ministry? We had actually a very, very good time. We were very, very happy to have you and to have the family, the Glory family through your ministry to our church. And you really put something spiritually very positive and like we say, dynamic, like revival into our spirit. So the teaching was very good, and we had a very good exchange with you, and we're very happy. Thank you very much. I say hello to the Glory family. Oh yeah, thank you for all this week. Because yes, I've been knowing by your pastors that you've been praying. So the best is you, and we see soon. I hope, and you are welcome. Yes, thank you so much, Pastor Stefan. Also say hi to your wonderful wife, Miriam. Wer nimmt die Einladung an? Thank you. We are looking forward to staying in contact in the future. Thank you so much. God bless. Halleluja. Preist den Herrn. Und dann noch mal ein paar Fotos zur Anregung. Das war dann im Anschluss die letzten 3,5 Tage. Und da im Hintergrund seht ihr das Meer. Es war dann im Süden von Martinique die Strände. Ja, sind natürlich ein Traum. Das kann man wirklich sagen. Hier Palmen, Meer, einfach herrlich. Wirklich, also wie im Bilderbuch, ne, kannst du sagen. Ja, Sonnenuntergang am Strand. Wirklich eine Hammerlandschaft, tropisch. Ja, die Vegetation. Dann natürlich die weißen Sandstrände, teilweise fast menschenleer, ist noch nicht so touristisch überlaufen wie die Kanarischen Inseln oder so. Ja. Sind noch kleine Fischerdörfer, kaum Hotels, gibt es fast gar nicht, keine Hotelbunker oder sowas, sondern es sind fast nur Franzosen auf der Insel. Also wir haben keine deutsche Stimme gehört die ganze Zeit über, also ihr könnt ruhig hin. Genau, so, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das war's, glaube ich, oder? Die Fotos? Okay. Halleluja. Geben wir Jesus nochmal die Ehre. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Bevor ich heute Morgen predige, möchte ich, dass wir noch kurz eine Minute uns Zeit nehmen, um für Israel zu beten heute Morgen. Weil ich weiß nicht, wie viele von euch schon mitbekommen haben, aber letzte Nacht hat der Iran Israel angegriffen mit mehreren 100 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Bei den Herren sind die allermeisten abgefangen worden und es ist praktisch fast nichts passiert. Halleluja. Aber lass uns wirklich beten für Israel, um den Schutz des Blutes. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Lass uns beten für sein auserwähltes Volk. Lass uns beten, dass jetzt nicht der dritte Weltkrieg beginnt. Lass uns beten um Weisheit. Lass uns beten um eine gute Reaktion, die angemessen ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für dein auserwähltes Volk, Herr. Wir danken dir für Israel, Herr, deinen Augapfel, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du so mächtig wirkst, Herr, in diesem Land. Und dass gerade jetzt in dieser Zeit viele Menschen sich für Jesus öffnen, Herr. Unter den Israelis, Herr. Aber auch unter den Arabern im Gazastreifen, Herr. Und drumherum, Herr. Und Herr, wo diese dämonischen Mächte aufstehen, Herr, gerade auch durch das Mullah-Regime im Iran, Herr. Herr, wir danken dir, dass du diese Mächte zurückschlägst, Herr. Dass du sie mit Christus im Triumphzug einherführst. Vater, wir beten, Herr, dass der Iran eine neue Regierung bekommt, Herr. Herr, wir beten, dass dieses Regime abgesetzt wird, Herr. Und dass eine neue Regierung kommt, Herr, die Freiheit ermöglicht, Herr. Herr, wir beten für den Nahen Osten, Herr. Herr, dass Freiheit kommt, Herr. Wir beten für den Nahen Osten, dass Frieden kommt, Herr. Herr, wir beten, Heiliger Geist, Herr, dass du mit deinem Geist fällst auf die arabischen Nationen, wie Herr, und dass viele Menschen sich in dieser Zeit zu Jesus bekehren, Herr. Herr, dass viele Menschen zu dir kommen.
Wir beten für Weisheit, Herr der Regierungen. Herr, wir beten für Weisheit für Israel, für Amerika, für Großbritannien, Frankreich, alle, die jetzt, auch Deutschland, Herr, die jetzt einfach an der Seite Israels stehen, Herr, wir beten, Herr, um Weisheit und wir beten um Klarheit, Herr, und wir beten für einen Stopp dieser Gewalt, Herr, und für einen Stopp dieser Angriffe, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, dass du kommst, Herr, fall mit deinem Feuer, Herr, fall mit deinem Feuer, Herr. Fall mit deinem Feuer auf den Nahen Osten, Herr. Fall mit deinem Feuer, Herr. Mit dem Feuer deines Geistes, Herr. Mit dem Feuer deiner Kraft, Herr. Nur dein Feuer, Herr, kann das Feuer der Waffen zum Schweigen bringen, Herr. Komm mit deinem Geist, Herr. Komm mit deiner Kraft, Herr. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, erheb deine Stimme. Erheb deine Stimme im Gebet. Korabasa karanamando korabasanda karararana. Korabasanda karararabasi karananamashoko. Korabasi karararana. Namasso cororobosanda da la bashikarara. Korabasi kararamando korobosanda da bashikarara. Korabasi kararamasondo doronomoshikarara. Kerala lamasondo cororobosanda da. Orabasanda ramasondo dorora. Nach den Raketen der Zerstörung, Vater, beten wir, Herr, dass du das Feuer deines Geistes schenkst, Herr. Herr, dass du mit den Bomben deines Heiligen Geistes kommst, Herr. Herr, mit den Bomben der Liebe, Herr. Mit den Bomben der Umkehr, Herr. Mit den Bomben der Buße, Herr. Herr des Feuers vom Himmel, Herr. Oh, lass dein Feuer fallen, Vater. In dem Namen Jesus, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, sag mal, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Und wir sagen, wir löschen die Pläne des Feindes, Israel und den Nahen Osten in eine Spirale der Zerstörung zu reißen. In dem Namen Jesus, wir löschen diese Pläne durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Halleluja. Und wir setzen deine Klarheit und deine Wahrheit und deine Freiheit frei, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja, Herr. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Jesus Christus. Halleluja. Und er wird sich als stark erweisen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, lass uns über Israel das Schofar blasen. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Bleib weiter im Gebet, einfach auch für Israel. Bleib weiter. Das ist eine kritische Zeit, auch für die Welt insgesamt. Es ist eine kritische Zeit. Der Feind möchte die Gewalt eskalieren. Halleluja. Aber Jesus ist der Friedefürst. Amen. Also lass uns beten für das Feuer des Heiligen Geistes. Weisheit und Klarheit. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Ich möchte heute Morgen über einen Satz sprechen, den der Heilige Geist ganz klar in mein Herz gesprochen hat. Und zwar letzten Dienstag, das war in der Zeit, wo wir in der Hängematte lagen. Nein, da war ich nicht in der Hängematte, sondern es war nachts um 6 Uhr oder 6 Uhr morgens bin ich aufgewacht und bin auf die Toilette gegangen und plötzlich spricht der Heilige Geist. Klar, ich war kaum wach. Der Heilige Geist spricht ganz klaren Satz in mein Herz und ich hatte vorher darüber nicht nachgedacht und ich wusste sofort, Gott hat gesprochen und ich wusste auch, wenn ich ihn nicht sofort aufschreibe und mich ins Bett lege, dann habe ich ihn vergessen und deswegen habe ich ihn sofort aufgeschrieben und dieser Satz lautete, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, weil der Heilige Geist hat dann die Tage drauf zu mir gesprochen über diesen Satz. Dieser Satz heißt, es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Ich sag's nochmal, kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Also Gott hat uns als seine Kinder dafür bestimmt, Großes zu erreichen. Glaubst du das? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, du bist für Großes bestimmt.
Gott hat uns im Geist als seine Kinder für Großes bestimmt. Warum? Weil Gott groß ist. Amen. Wir haben einen großen Gott als Vater. Ja, wir haben nicht nur einen großen Gott, der irgendwo fern ist bei den Bergen, hinter den sieben Zwergen. Nee, umgekehrt, bei den sieben Zwergen, hinter den Bergen. Egal, wir haben nicht einen Gott, der weit weg ist, sondern wir haben einen Gott, den wir Vater nennen können. Und dieser Gott ist zugleich der Herr des ganzen Universums. Amen. Das heißt, er ist an Größe nicht zu überbieten. Amen. Wenn du dir den Himmel anschaust, dann siehst du die Größe Gottes. Und jetzt in Martinique war so ein schöner, klarer Sternenhimmel. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben das Kreuz des Südens gesehen. Halleluja. Ich konnte richtig schön beobachten von unserem Haus aus. War richtig genial. Weißt du, da siehst du die Größe Gottes. Amen. Weißt du, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben den nächsten Stern zur Sonne gesehen, ja, den uns nächstgelegenen Stern, Alpha Centauri, den sieht man hier in Mitteleuropa, nicht nur im Süden. Alpha Centauri, ich habe zu Irina gesagt, dieser Stern ist der nächste zur Erde. Und dann hat sie mich gefragt, wie weit ist er weg? Und dann habe ich gesagt, nur knapp 50 Billionen Kilometer. Das ist also astronomisch gesehen ein Katzensprung, ja. Gerade mal 50 Billionen Kilometer, lächerlich. Aber da siehst du die Größe Gottes, Amen. Da siehst du die Größe Gottes. Und dieser große Gott hat dich zu seinem Kind gemacht. Halleluja. Also wofür bist du bestimmt als Kind eines großen Gottes? Zu großem. Jesaja 54, Vers 2 bis 3 lese ich dir. Da sagt Gott, mache weit den Raum deines Zeltes. Amen. Mit anderen Worten, denke groß. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Halleluja. Amen. Mit anderen Worten, was sagt Gott hier? Gott sagt hier, es gibt keine Grenze dafür, was du erreichen kannst und wie weit du dich ausbreiten kannst. Die einzige Grenze dafür, wie weit du dich ausbreiten kannst und was du erreichen kannst, die einzige Grenze ist die, wie weit du deine Zeltpflöcke steckst. Das ist das, was Gott hier sagt. Er fordert uns auf, unsere Zeltpflöcke weit zu stecken. Weil so weit, wie wir sie stecken, so weit werden wir uns ausbreiten. Gott hat dich dazu bestimmt, dich beliebig weit auszubreiten. Und es liegt an dir, wie weit es sein darf. Amen. Halleluja. Und ich glaube, und das hat mir so der Heilige Geist gezeigt, nachdem er mir diesen Satz gesagt hat, es gibt keine Grenzen dafür, wohin dich ein wacher Geist bringen kann. Er hat mir so gezeigt, diesen Zusammenhang, weißt du, je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du kommen in Gott. Amen. Je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du fliegen. Je wacher dein Geist ist, umso größer wirst du denken. Je wacher dein Geist ist, umso weiter kannst du deine Zeltpflöcke stecken. Je wacher dein Geist ist, umso Größeres kann Gott durch dich erreichen. Amen. Deswegen glaube ich, ist tatsächlich ein Schlüssel dieser wache Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, ein wacher Geist. Ein wacher Geist. Was heißt es, geistlich wach zu sein? Was bedeutet es, geistlich wach zu sein? Ich habe mich gefragt, ich habe gesagt, okay, Herr, wenn ein wacher Geist mich so weit bringen kann, was heißt es, geistlich wach zu sein? Was heißt es? Also, ich glaube, geistlich wach sein bedeutet sozusagen nichts anderes, als innerlich den geistlichen Turbo angeschaltet zu haben. Geistlich wach zu sein bedeutet, einen Hunger und eine Entschiedenheit in dir zu tragen, weiterzukommen in Gott. Das ist wirkliche geistliche Wachheit. Geistliche Wachheit ist nicht einfach nur, okay, ich bin bekehrt, okay, ich glaube an Jesus, okay, ich bin von Neuem geboren, obwohl das die Voraussetzung ist. Natürlich. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist, sagt die Bibel ganz klar, Paulus, Epheser 2, Vers 1, er sagt, er ist tot in seinen Vergehungen. Das heißt, er ist geistlich tot. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist komplett tot.
tot, einfach tot, ja, geistlich tot. Und du kannst es oft, wenn du mit Menschen sprichst, du kannst es oft schon auf den ersten Blick in den Augen sehen, ob jemand geistlich lebendig ist oder nicht. Ja? Du kannst es oft, auf den ersten Blick sehen, nicht immer, aber oft kannst du es sehen und du siehst den geistlichen Tod und du siehst auch das geistliche Leben. Ein Mensch ohne Jesus ist geistlich tot. Von Neuem geboren zu werden, ist die Voraussetzung dafür, um geistlich wach zu sein. Amen. Aber Gott in dieser Zeit erweckt Menschen. Amen. Er ruft die geistlich Toten ins Leben. Halleluja. Preis den Herrn. Jesaja 26, Vers 19, habe ich dir eine starke Schriftstelle. Da heißt es, deine Toten werden lebendig. Amen. Deine toten Familienangehörigen werden lebendig. Deine toten Nachbarn werden lebendig. Deine toten Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte werden lebendig. Er sagt, wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes. Bewohner des Staubes, das sind die Toten. Ja? Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Mit anderen Worten, sie wird die Toten zum Leben bringen. Amen. Unser Gott ist ein Gott, der geistliches Leben ausbreitet. Wo immer wir hinkommen, kommt geistliches Leben hin. In deine Familie kommt geistliches Leben. In deine Nachbarschaft kommt geistliches Leben. In unser Land kommt geistliches Leben. Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Und manchmal benutzt Gott Erschütterungen im Leben von Menschen. Man erschüttert Gottes Leben von Menschen. Bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, hat er mein Leben erschüttert. Er hat es wirklich erschüttert. Und ich wusste, ich brauche Hilfe. Ich wusste zunächst nicht, wo sie herkommt. Aber ich wusste, ich brauche Hilfe. Er hat mein Leben erschüttert. Auch das sagt die Bibel. Apostelgeschichte 13, 41 in der Hoffnung für alle heißt es, ihr Verächter der Wahrheit, wacht auf aus eurer Gleichgültigkeit und erschreckt zu Tode. Ja, Amen. Ich bin buchstäblich zu Tode erschrocken über meinen Zustand. Ich weiß noch genau den Tag mit 18 Jahren, als ich an eine S-Bahn-Station in Stuttgart ging und mir dort diese drogenabhängige Frau entgegenkam, die offensichtlich kurz vor dem Tod war, mit mich aus ihren leeren Augen anschaute und sie war schon völlig abgemagert und du konntest sehen, die hat nicht mehr lang zu leben. Und sie schaute mich an aus ihren leeren, toten Augen und in dem Moment traf es mich wie ein Blitz und ich wusste, genauso fertig wie diese Frau ist, genauso fertig bist du auch. Obwohl ich nicht dem Tod nahe war, körperlich, aber ich wusste es. Weißt du, er hat mich erschüttert, er hat mich zu Tode erschreckt. Und das ist manchmal gut. Amen, das ist manchmal gut. Halleluja. Das ist manchmal gut. Und Apostelgeschichte 13, 41 sagt weiter, was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Das heißt, weißt du, Gott will zu unseren Lebzeiten Dinge tun, die zum einen auf der Seite des Lichts gewaltig sind. Weißt du, Gott will, weißt du, Erweckung schicken wie nie zuvor. Erweckung ist wirklich im Raum. Erweckung ist in der Luft. Also dort auf Martinique, ich kann euch sagen, da ist echt ein Geist der Erweckung, wirklich. Ich meine, die Gemeinde, die gibt's noch gar nicht so lang, aber die ist auf 500 Leute da gewachsen in Martinique, ja, innerhalb von ein paar Jahren. Und die Leute bekehren sich. Und wenn du mit Leuten auf der Insel sprichst, fast überall sind die Leute offen für Gott. Das ist interessant, das ist wirklich ein Spirit of Revival in the air. Und ich sag dir, das kommt auch in Deutschland. Amen. Halleluja. Das kommt auf der ganzen Welt. Amen. Erweckung kommt. Halleluja. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählen. Es gilt auf der Seite des Lichts, aber es gilt auch auf der Seite der Finsternis. Gott erschüttert in dieser Zeit diese Welt und wir hören es überall in den Medien, es nimmt ständig zu, die Erschütterung nimmt ständig zu und das ist ein Teil dessen, dass er die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die geistlich noch tot sind, dass er sie zu Tode erschreckt. Ja, nicht um sie auf die Dauer in Angst und Schrecken zu versetzen, sondern um sie zu sich zu ziehen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, aufzuwachen. Weißt du, manchmal brauchst du eine Erschütterung, um aufzuwachen. Halleluja. Und weißt du, dann kannst du Gott dankbar sein. Ich bin Gott so dankbar, dass er mit 18 Jahren mein Leben so erschüttert hat. Weißt du, einfach geistlich erschüttert hat. Es war gar kein äußerer Anlass bei mir. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Diagnose hatte, eine schlimme. Ich kann nicht sagen, dass ich
damals war ich ja noch in der Schule, ich kann nicht sagen, dass ich kurz vorm Durchfallen war, beim Abi oder so irgendwas. Nein, kann ich nicht sagen. Es ging, lief eigentlich alles äußerlich super und doch hat Gott meine Seele erschüttert und ich sage, danke Jesus, dass du mich zu Tode erschreckt hast, denn dadurch habe ich das Leben gefunden. Und wenn du heute Morgen hier bist oder vielleicht über Livestream zuschaust und du bist gerade in diesem Zustand, wo du irgendwie wie zu Tode erschreckt bist, weißt du, dann kannst du gleichzeitig schon wieder Gott danken, weil heute Morgen wirst du die Botschaft bekommen, die dich geistlich wach macht, die dich geistlich erweckt, die dich zu neuem Leben bringt und du wirst es nie bereuen, dass er dein Leben erschüttert hat, weil das, was du dafür bekommst, das Leben, das du dafür bekommst, ist so viel gewaltiger als alles, wodurch du durchgegangen bist. Halleluja! Halleluja. Halleluja. Also, von neuem geboren sein ist entscheidende Voraussetzung dafür, geistlich wach zu sein. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, auch wenn du von neuem geboren bist, ist es noch keine Garantie dafür, dass du voll geistlich wach bist. Immer. Amen. Weil ich habe gesagt, geistlich wach sein bedeutet, von dieser Entschiedenheit, von diesem Hunger, von diesem inneren Drang, vorwärts zu gehen, erfüllt zu sein. Also wie so ein innerer Turbo, der läuft. Ich habe gerade schon das Bild gebraucht. Aber es ist so, wie ein innerer Turbo, der läuft. Also da ist nichts Selbstgefälliges, da ist nichts Laues, da ist nichts Lasches drin, sondern da ist Feuer im Herzen von jemand, der geistlich wach ist. Und Gott ruft uns in diese geistliche Wachheit. Ruft uns da hinein. Weißt du, wenn du in deinem Leben verspürst, wow, der Hunger ist nicht mehr so da, wie er schon mal da war, dann kannst du, dann hast du die Autorität, deiner Seele zuzusprechen. Hey Seele, wach auf, sei geistlich hungrig, streck dich neu aus, sei nicht lauwarm. Du weißt, was mit den Lauwarmen passiert. Seele, die Lauen werden ausgespien, sagt Jesus. Seele, das willst du nicht, Amen. Halleluja. Also fachst du das Feuer wieder an. Also fachst du die Hitze wieder an. Weißt du, das heißt in 1. Thessalonicher 5, 6 sagt Paulus, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Mit anderen Worten, Gott sieht, dass viele schlafen. Ich sage dir, Gott sieht auch, dass viele Christen schlafen. Was sind Gründe, warum du als Christ dich schlafen legst? Was können Gründe sein? Ich sage dir, ein Grund kann sein, einfach, dass du selbstgefällig wirst. Es läuft alles gut. Weißt du, Gott hat dich gesegnet. Gott hat dich gesegnet, Gott hat dich finanziell gesegnet vielleicht. Gott hat dich mit einer tollen Frau gesegnet oder einem tollen Mann, vielleicht mit einer Familie oder was auch immer. Und alles läuft gut. Ich sag dir, du bist in Gefahr. Wenn du nicht aufpasst. Amen. Deinen geistlichen Hunger, dein Feuer zu verlieren, weil alles läuft so gut und Stolz schleicht sich ein, sodass du sagst, oh, mir kann keiner was, alles, ich habe alles im Griff, mein Leben läuft, alles abgesichert, bis zur Rente, bis zur Bahre, Beerdigung schon finanziert, Halleluja, was kann mir noch passieren? Aber Gott will uns wachrütteln. Amen. Halleluja. Weißt du, die Bibel hat dich. Nachdem ich diesen Satz von Gott gehört habe, ich habe studiert über Wachheit und weißt du, die Bibel ist so voll von Aufrufen bei Jesus. Weißt du, ständig ruft er auf, seid wachsam. Ja, wie sagt er in Lukas 12, 37, er sagt, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Also nicht eingelullt durch Selbstgefälligkeit. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Hat Jesus gesagt. Also er ruft dich auf. Hey, wenn da irgendeine Spur von Selbstgefälligkeit, wenn du das merkst, weißt du, das ist keine Schande. Jeder von uns hat es schon mal erlebt, wenn wir ganz ehrlich sind. Also dass du merkst, oh ja, jetzt läuft es eigentlich ganz gut, so kann es weitergehen, so kann es immer bleiben. Ich sag dir, das ist der Anfang von geistlichem Tod. Der Satz, so kann es immer weitergehen, ist das Gegenteil von geistlicher Wachheit. Amen. Weil der geistliche Turbo in dir, das Feuer in dir, wenn du wach bist, das will weiter, das will vorwärts, das will die Zeltpflöcke weiterstecken. Das ist nicht zufrieden mit dem. Also natürlich sind wir dankbar für das, was wir haben und was Gott uns schenkt. Aber wir sind nicht zufrieden,
da, wo wir sind oder das, was jetzt momentan ist, sondern wir wollen weiter. Amen. Das ist der geistliche Turbo. Und wenn du merkst, da hat sich Selbstgefälligkeit drüber gelegt, Stolz vielleicht, einfach so, ja, Gemütlichkeit. Der Ohrensessel ist so warm geworden mit der Zeit. Weißt du, dann kannst du dir selber die Nadel an den Popo setzen und dich mal pieksen und sagen, hey, du bist bestimmt für Wachheit. Da ist noch so viel mehr. Du bist nicht bestimmt, die restlichen Jahre deines Lebens so dahin zu dümpeln, deinen Job zu machen und irgendwie so, ja, so ein bisschen dich gut zu fühlen, sondern du bist dazu bestimmt, etwas zu verändern in dieser Welt. Halleluja. Du bist dazu bestimmt, Land einzunehmen für Jesus. Du bist dazu bestimmt, wirklich zu sehen, dass die Verlorenen errettet werden. Du bist dazu bestimmt, die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien, die Gemeinde Jesu aufzubauen, zum Wachsen zu bringen, zum Blühen zu bringen. Dafür bist du bestimmt. Halleluja. Ich habe dir eine, diese Lieblingsstelle von mir aus der Message-Übersetzung, Römer 8, Vers 12, lese ich dir heute Morgen auch nochmal vor. Oder nee, ich lese nur Vers 14, 15 vor, wo es heißt, dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es empfangen. Das Auferstehungsleben. Dieses Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben. Also manche Christen bewachen ihr Grab, nur dass nur ja keiner an ihr Grab rankommt. Nur ja keiner meine Grabesruhe stört. Sie nennen es nicht Grabesruhe, aber im Grunde genommen ist es das. Dass nur ja keiner meine Kreise stört, nur ja keiner mich aus meiner Gemütlichkeit aufscheucht, nur ja keiner mich aus meinem Trott rausholt. Nein, unser neues Leben, unser Auferstehungsleben, das wir von Gott empfangen haben, ist kein grabbewachendes Leben, sondern es ist abenteuerlich und voller Erwartung, Gott mit einer kindlichen Einstellung begegnen. Was kommt jetzt, Papa? Amen. Und ich sage dir, es gibt so viele Herausforderungen im Geist, die Gott für dich bereitet hat. Du musst nicht suchen in der Welt nach irgendwelchen Abenteuern. Amen. Das war jetzt interessant, in Martinique haben wir am Mittwochabend, glaube ich, sind wir essen gegangen in St. Anne. Und da saß am Nachbartisch saß ein Mann, mit dem kamen wir ins Gespräch. Und hat sich herausgestellt, der war extra nach Martinique gefahren, um von dort mit 5 Leuten zusammen auf einem kleinen Segelboot den Atlantik zu überqueren, nach Marseille. Ja, von Martinique nach Marseille. 4-5 Wochen lang geht das. Ja. Und der hat uns so erzählt, wie das so läuft und so weiter. Und es ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, das Ganze. Ja, da kann schon einiges auch passieren zwischendurch, aber er hat keine Angst. Und dann hat er unter anderem hat er so gesagt, ja, der war schon 67, ja. Und hat man dann rausgefunden. Und dann hat er so gesagt, ja, ich habe mir schon mit 40 habe ich mir vorgenommen, alle 10 Jahre mache ich was Neues, was ich noch nie gemacht habe, ja, damit ich nicht einroste. Und ich glaube, mit 40 hat er, was hat er mit 40 gemacht? Ich glaube, einen Fallschirmsprung aus 4000 Meter Höhe. Und mit 50 hat er noch irgendwas Verrücktes gemacht, ich weiß nicht mehr genau. Und mit 60 hat er zum ersten Mal über den Atlantik gefahren mit dem Boot. Das war schon seine dritte Fahrt, für die er da jetzt bereit war. Ja. Also er hat alle 10 Jahre hat er eine neue Herausforderung. Und ich dachte mir so, dieses Denken ist mir so fremd. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nicht. Ich dachte mir, ich muss mir nicht ständig irgendwelche Herausforderungen im Natürlichen setzen, schon gar nicht nur alle 10 Jahre. So. Amen. Weil mein Leben ist abenteuerlich. Es ist abenteuerlich und zwar jeden Tag, weil ich einen geistlichen Turbo in mir angeschaltet habe. Amen. Und dieser geistliche Turbo will jeden Tag weiter und das sind jeden Tag Abenteuer und ich bin jeden Tag voller Erwartung. Was kommt jetzt, Papa? Amen. Halleluja. Und deshalb brauche ich nicht irgendwelche solche äußeren Herausforderungen. Also in dem Moment, wo du auf den dass du denkst, oh, ich brauche irgendwelche Herausforderungen und du suchst dir dann solche natürlichen Sachen, was weiß ich, einen Flug in den Weltraum mit Elon Musk oder sonst was oder meldest dich an für die ersten Mars-Touristen oder sonst irgendwas. Also in dem Moment, wo du schon anfängst so zu denken, dann bist du ein geistlicher Mensch schon, oh, irgendwo bin ich falsch abgebogen. Weil Gott hat viel bessere Abenteuer für uns. Ich meine, ich sage damit nicht, dass du nicht einen Fallschirmsprung machen darfst. Also kein Problem, du darfst auch Bungee-Jumping machen, du darfst auch den Atlantik überqueren. Alles kein Thema, dass du alles machen. Nur wenn du das Bedürfnis danach hast, weil in deinem Leben so wenig passiert, was so langweilig ist, dann sage ich dir, dann lern mal Jesus richtig kennen.
Amen. Dann lern mal den Heiligen Geist richtig kennen. Da wird's dir nicht langweilig. Amen. Da bleibt's immer spannend. Halleluja. Da ist immer was Neues. Nur eins ist wichtig. Du musst den geistlichen Turbo angeschaltet lassen. Und da musst du darauf achten, dass er nicht überdeckt wird durch, ich habe es gesagt, zum einen Selbstgefälligkeit, Zufriedenheit, alles läuft gut. Und auf der anderen Seite, ich sagte die zweite Sache, die deinen geistlichen Turbo zum Stillstand bringen kann. Die zweite Sache, die sozusagen wie Sand im Getriebe für deinen geistlichen Turbo ist, ist jede Form von Anstoß. Jede Form von Anstoß, die du nimmst, Anstöße im Herzen, unbereinigte Anstöße in deinem Herzen rauben das Feuer. Sie sind Feuerräuber, ob du es willst oder nicht, sie sind Feuerräuber. Sie schneiden dich ab vom Vorangehen. Ja, Matthäus 24 hat Jesus nicht umsonst gesagt und davor gewarnt, er hat gesagt, viele werden Anstoß nehmen am Ende. Viele werden Anstoß nehmen und die Liebe von vielen wird erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, mit anderen Worten, wer nicht zulässt, dass ein Anstoß in sein Herz kommt, der wird errettet werden. Anstöße können sein, Anstöße an anderen Menschen, die du nimmst, Enttäuschungen, Verletzungen von Menschen in deinem Leben, die dich verletzt haben. Wer von euch ist schon mal verletzt worden von irgendjemand in seinem Leben? Okay. Halleluja. Ja, Anstöße in deinem Herzen. Enttäuschung von Gott vielleicht. Warum ist das so gewesen? Warum ist das nicht so passiert? Warum ist das damals, warum wurde der da, mein Ehepartner damals nicht geheilt? Warum hat mein Kind diese Krankheit? Warum ist das noch nicht passiert? Müdigkeit durch körperliche Angriffe zum Beispiel kann zum Anstoß werden. Müdigkeit durch die Härten des Lebens, durch die Umstände und so weiter. Du wirst müde und da kommt sowas drauf, so nach dem Motto, oh, was kann ich noch erwarten? Ich sag dir, das muss raus. Amen. Halleluja. Heute Morgen glaube ich dafür, dass das Feuer Gottes wirklich jeden Anstoß aus unserem Herzen raustreibt und entfernt jeden Sand im Getriebe, jede Enttäuschung. Vielleicht ist es auch die Enttäuschung in Bezug auf dich selber. Amen. Elia war so ein Kandidat. Der Prophet Elia, was hat er gesagt? Ich bin auch nicht besser als meine Väter. So nach dem Motto, Herr, nimm mich aus dem Dienst, ich habe es nicht gepackt. Enttäuschung über sich selber. Enttäuschung über dich selber muss raus. Ist Sand im Getriebe, vorwärts zu gehen. Ist Sand im Getriebe. Es bewirkt, dass diese Wachheit deines Geistes weniger wird, dass es überlagert wird. Ein wacher Geist ist ein anstoßfreier Geist. Ich habe noch niemanden gesehen, der wirklich wach war im Geist und voll vorangegangen ist mit Jesus, der mir irgendwelche Geschichten erzählt hätte von irgendwelchen Anstößen, was hier war und da war und wie der im Übel mitgespielt hat und wie jener im Übel mitgespielt hat und was da alles Schlimmes passiert ist und so weiter. Weißt du, wenn solche Dinge dein Herz erfüllen, dann bist du nicht mehr frei. Wer geistlich wach ist, hat sowas nicht. Und warum hat er es nicht? Nicht, weil er nie einen Grund gehabt hätte zum Anstoß. Oder? Wer von euch hat noch nie einen Grund gehabt zum Anstoß? Okay. Mutige voran. Verstehst du? Nicht, weil es keinen Grund gegeben hätte zum Anstoß, sondern einfach, weil wir die Gelegenheit zum Anstoß nicht ergriffen haben. Weißt du? Der Teufel gibt uns ständig Gründe zum Anstoß. Wir ergreifen sie nur nicht. Amen, wie wär's damit? Sagen wir, sagst, okay, hab dich erkannt, Anstoß, weg. Amen. Sand im Getriebe, Staub auf meiner Seele, weg. Ich bin bestimmt fürs Feuer. Halleluja, ich bin bestimmt fürs Vorangehen. Halleluja, ich bin dafür bestimmt, neues Land einzunehmen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Was hilft, deinen Geist wach zu halten? Da habe ich bei Jesus interessant gefunden, dass er an ganz vielen Stellen, interessanterweise gefunden, dass er an ganz vielen Stellen sagt, dass tatsächlich Gebet ein Schlüssel für die Wachheit unseres Geistes ist. Unseren Hunger, Gott im Gebet auszudrücken, ist ein Schlüssel für die Wachheit unseres Geistes. Es reicht nicht nur aus zu sagen, Herr, ich bin hungrig, sondern wir müssen diesen Hunger auch ausdrücken. Amen. Deswegen ist der Geist des Gebets ein Schlüssel. Lukas 21, 36 sagt Jesus zum Beispiel, wacht nun und betet zu aller Zeit.
Wachen und Beten gehört zusammen. Und dann sagt er, dass ihr imstande seid, dies allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Oder Matthäus 26, Vers 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist weist willig, aber das Fleisch schwach. Das heißt, indem du betest, bekommt dein Geist die Oberhand. Der Geist des Gebets ist ein Schlüssel dafür, geistlich wach zu sein. Jetzt sagst du, ja, wie fache ich den Geist des Gebets an? Ich habe dir einen ganz einfachen Tipp. Gebet in Sprachen. Da fängt es an. Ja, Römer 8, 26 sagt, wir wissen nicht, wie wir bitten sollen, aber der Geist selber vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er vertritt uns in anderen Sprachen. Sprachen der Engel, Sprachen der Menschen, andere Sprachen. Sprachen, die du nicht verstehst. Sprachen, die aber dein Geist versteht. Und du fachst den Geist des Gebets an, indem du in Sprachen betest. Weißt du, das ist wie wenn du den inneren Turbo anwirfst. Manchmal musst du ihn anwerfen. Das ist wie bei einem Motorboot. Du musst den Motor anwerfen, dann musst du ziehen. Jung, und manchmal geht er beim ersten Mal geht er nicht gleich an, aber erstmal. Dann musst du nochmal ziehen. Oder beim Rasenmäher ist teilweise ähnlich, ja? Du ziehst. Und dann springt er an. Und so ist es manchmal im Gebet. Ja? Du weißt nicht, wie du beten sollst, also musst du mal kräftig ziehen. Und wie ziehst du? Indem du anfängst, in Sprachen zu beten. Karabasi, karalabasondo, kororobo. Und wenn es dann schon gleich wieder versiegen will, dann sagst du, rumbascha, karabasi, karalabasandada. Dann ziehst du nochmal. Und wenn es wieder also bis er läuft, weißt du, irgendwann läuft er. Sieh beim Rasenmäher, irgendwann läuft er, dann musst du nicht mehr ziehen, dann läuft er. Amen. Und so, dann läuft es. Und du betest in Sprachen, du betest im Geist. Und aus dem Gebet in Sprachen heraus kommt dann auch das Gebet auf Deutsch hervor. Kommt das Gebet in deiner Sprache hervor. Fängst du an zu beten für die Menschen um dich herum. Fängst du an zu beten für die verlorenen Menschen, für die Anliegen Gottes. Verstehst du? Weißt du, manche sagen, ja, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Ja, überleg mal, wonach Gott sich sehnt. Überleg mal, was Gott auf dem Herzen ist. Dann kannst du anfangen zu beten. Dann sagst du, ich bete für meine verlorenen Nachbarn. Ich bete für die Menschen um mich herum, die Jesus noch nicht kennen. Ich bete, dass sie Jesus erkennen. Ich bete, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du wirfst den Turbo an. Zwischendurch wirst du wieder müde. Halleluja, das schieße ich dir jetzt rein, dass du es nicht mehr vergisst. Halleluja. Und dann lässt du dich führen und leiten. Du lässt dich führen und leiten, wie er dich führt, für die Verlorenen. Du lässt dich führen und leiten, wie er dich führt, für die Gemeinde Jesu. Dass sie stark wird. Weißt du, es ist die Zeit für die Gemeinde Jesu, stark zu sein. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das ist die Zeit dafür, dass wir uns stark erweisen. Und ich sage dir, ein waches Volk ist stark. Ein waches Volk. Ich sage dir, die Kirchen und Gemeinden, die geistlich nicht wach sind, da bläst ein kleines Windchen rein und sie sind weg vom Fenster. Eine kleine Erschütterung. Und ich sage dir, genau das Gleiche ist in deinem Leben. Wenn du nicht geistlich wach bist, Jesus hat es gesagt, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ja? Und wenn du nicht wach bist, bist du weg. Zack. Amen. Einfach. Weißt du, und du denkst noch vor, ach ja, ich bin ganz gut drauf, aber du bist nicht wach. Amen. Der Geist der Wachheit ist der Geist der Stärke. Amen. Wer wach ist, ist stark. Da habe ich dir einen Vers von Paulus dazu, wo dieser Zusammenhang deutlich wird. Wo habe ich ihn? 1. Korinther 16, Vers 13. Er sagt, wachet. Wachet. Sagt seinem Nachbarn, wache. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Mit anderen Worten, die Wachen sind stark. Die Eingelullten sind schwach. Die tun vielleicht so stark, die sagen, oh, alles gut, ich habe alles im Griff und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind sie schwach, geistlich sind sie schwach. Deswegen, Shakarabasanda korra mamamamando korrabasanda da la 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 la.
Halleluja. Du wirfst den Turbo an. Du fängst zu beten an für die Gemeinde Jesu. Aber jetzt in dieser Zeit natürlich ganz besonders für Israel. Du fängst an zu beten. Karabasi kamando korabasa. Dass alle Raketen abgefangen werden. Dass kein Plan der Feinde in Erfüllung geht. Shakarabasi karadada mando korobosa karadada. Korabasanda kanamando korabasanda. Orabatanda da danda tanda da da basa karada da. Shakara baba. Wanda rabasa karada la 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 la. Shakara da 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 da. Oh, dann betest du für unser Land, für eine geistliche Wende in Deutschland, für eine geistliche Wende der Gezeiten in Deutschland. Eine neue Welle der Erweckung in unser Land hinein. Halleluja. Bis in alle Bereiche der Gesellschaft hinein. Koramba da kadadada. Es brauchen wir so dringend. Ich sag's dir. Shakarabasekeninanana. Also wirf den Turbo an. Weißt du, du bist entscheidend. Wir sind entscheidend, was passiert. Shikadamando korabasikadadada. Eine Gemeinde, die betet, ist eine Gemeinde, die siegreich ist. Wacht und betet, hat Jesus gesagt. Halleluja, das gehört zusammen. Wach sein und beten gehört zusammen. Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, haltet fest am Gebet, wachen Sinnes und voller Dankbarkeit. Da hast du wieder den Zusammenhang. Also, und während du wachen Sinnes bist und anfängst zu beten, sage ich dir noch was, passiert noch was. Gott steckt nämlich im Geist deine Zeltpflöcke weiter. Plötzlich fängst du an, im Geist zu säen. Weißt du, ein eingelullter, nicht wacher, schlafender Gläubiger hat keine großen Visionen. Der sieht nicht viel. Aber einer, der wach ist, der sieht weit. Wenn du wach bist im Geist, siehst du weit. Also es ist so, wie wenn du morgens aufwachst aus dem Schlaf, deine Augen sind noch halb mit dem Film bezogen, ja, und schaust, oder siehst du noch nicht weit. Amen. Aber wenn du dir den Schlaf aus den Augen gewischt hast und deine Brille vielleicht aufgesetzt hast, wenn du eine brauchst, ja, dann siehst du weit. Amen. Dann siehst du klar. Und genauso ist es so, wenn dein geistlicher Turbo an ist, wenn du im Geist im Gebet bist, wenn du im Geist wach bist, dann siehst du klar und dann siehst du weit. Und dann hast du was, was du in dein Traumbuch hineinschreiben kannst. Dann hast du Träume, dann hast du Visionen, dann siehst du weit, dann siehst du in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, da will ich sein, dort will ich hin, dort werde ich sein, dort werde ich hinkommen. Amen. Weil Gott dir die Dinge zeigt. Einem wachen Geist offenbart er die Dinge. Halleluja. Ein wacher Geist sieht klar. Wie viele von euch wollen einen wachen Geist haben? Halleluja. Dafür werden wir heute Morgen beten, dass dein Geist so richtig wach wird. Halleluja. Und zwar, weißt du, nicht nur eben, weißt du, nicht nur einmal. Und zwei Tage später schon wieder der alte Zustand. Nein. Auch dazu habe ich dir einen Bibelvers, Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, der Geist des Gebets soll anhaltend sein. Dauerhaft. Weil das Feuer muss dauerhaft sein. Und wir sollten uns auch gegenseitig, Paulus sagt, wir sollen uns anreizen zu guten Werken. Also wenn du siehst, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Ehepartner oder jemand anderes in deiner Familie ist irgendwie, da ist irgendwie der geistliche Turbo nicht so am Laufen, dann sag ihm einfach, schau mal, ich zeig dir mal was. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Halleluja. Da ist mal wieder ein bisschen Feuer nötig und wenn da ein Anstoß reingekommen ist, dann schick ihn weg. Hau ihn raus aus deiner Seele. Lass ihn hinter dir. Lass den Sand in Getriebe hinter dir, lass die Eingelulltheit hinter dir. Amen. Gegenseitig anreizen zu guten Werken nenne ich das. Halleluja. Kannst du mal gerade einen Test machen, ob es bei deinem Nachbarn funktioniert. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal. Ja, schau mal, ob er anspringt. Ob er richtig gut anspringt. Halleluja. Ja. Amen. Weißt du, Gott weckt dich auf. Und interessant, Offenbarung 3, Vers 2. Da schreibt
Jesus letztendlich an eine Gemeinde, die geistlich offensichtlich nicht so ganz wach war. Und er schreibt da, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Das heißt, es ist wichtig, dass du selber wach bist oder wach wirst. Und wenn du wach bist, dann kannst du wieder die stärken, die vielleicht gerade nicht so wach sind. Weil dann hast du nämlich diese Salbung. Rambarabasa karalabasa da deinem Nächsten gegenüber. Amen. Halleluja. Aber deinem Nächsten ständig zu sagen, bet mehr, mach mehr, faste mehr und so weiter und du selber bist geistlich tot, das funktioniert nicht. Amen. Du kannst dich jemand anders dahin bringen, wo du selber nicht bist. Aber du kannst selber, weißt du, du kannst es in dir selber anregen. Du kannst deiner eigenen Seele sprechen. Psalm 55, Vers 9 heißt es, wache auf meine Seele, sagt der Psalmist. Er spricht zu seiner Seele. Wache auf meine Seele. Und dann sagt er weiter, wachet auf Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte. Mit anderen Worten, Lobpreis ist auch ein geistlicher Wachmacher. Amen. Lobpreis erweckt deinen Geist. Halleluja. Lobpreis ist eine geniale Grundlage für den Geist des Gebets. Amen. Deswegen Paulus sagt ja immer wieder, wacht mit Danksagung oder betet mit Danksagung. Ja, das heißt, Lobpreis ist eine wichtiger Schlüssel, um geistlich wach zu sein. Genauso wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes macht dich immer wieder neu wach. Amen. Dazu auch ein Vers, Psalm 119, Vers 148. Ich wache auf. Ja, so viele Verse hat der Psalm 119, ist der Hammer. Ne? Psalm 119, Vers 148. Ja. Ist enorm. Ne? Halleluja. Okay. Ich wache auf, heißt es da, wenn es noch Nacht ist, nachzusinnen über dein Wort. Amen. Mit anderen Worten, das Wort Gottes erweckt uns. Es weckt uns auf, es ernährt uns. Es macht uns stark, ja. Es ist Rambasikadadala. Halleluja. Weißt du, und dann, was auch wichtig ist, was das Letzte ist, Gebet, Lobpreis, Wort Gottes. Das Letzte ist, ein wacher Geist handelt auch entsprechend. Amen. Das heißt, ein wacher Geist geht voran. Ein wacher Geist sitzt nicht passiv in der Ecke. Ein wacher Geist sagt nicht, oh, jetzt schauen wir mal, was der Herr so vorhat. Also, da kannst du lang vor dich hinschauen, was der Herr so vorhat. Wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, aktiv zu werden, wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, wirklich dich für sein Reich einzusetzen, wenn du nicht einfach irgendwo anfängst, deinen Platz einzunehmen, dann kannst du lang drauf warten, dass der Herr irgendwas vom Himmel runterfallen lässt. Weißt du, der Herr hat uns nicht dazu bestimmt, im Schlafwagen ins Reich Gottes zu fahren. Ja, es ist so. Er hat uns nicht für den Schlafwagen bestimmt. Weißt du, nach dem Motto, ja, ich habe Jesus angenommen, Jesus in meinem Leben, ich bin von Neuem geboren und jetzt im Schlafwagen ins Himmelreich. Nein, 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 das funktioniert nicht. Im Schlafwagen kommst du nicht ans Ziel. Sondern, ich habe es gerade schon gesagt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Das heißt, eine wache Gemeinde, ein wacher Christ verfolgt mit Kühnheit die Ziele Gottes. Gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Gibt sich auch nicht mit Hindernissen zufrieden. Also für einen, der geistlich wach ist, der Ziele für Gott verfolgt, ist ein Nein des Feindes keine Antwort, die er akzeptiert. Wird einfach nicht akzeptiert. Fertig. Wir hatten jetzt auch, das war auch eine interessante Erfahrung in Martinique. In unserem Häuschen hatten wir so eine Terrasse und da haben wir gegessen und da gab es so Vögel und sobald du Essen auf den Tisch gesetzt hast, waren die Vögel da. Und die waren echt, den einen Vogel habe ich ihre Dreistigkeit getauft, weil der war sowas von dreist, der ist uns durchs Küchenfenster in die Küche geflogen und sofort saß er auf dem Glas mit dem Saft und hat geschlabbert. Ja? Das ging rucki zucki. Das war oder sofort die Banane angehackt oder den Keks aus der Packung rausgehackt und so weiter. Du musstest ständig auf der Hut sein. Und weißt du, ja, es war wirklich so. Du konntest das Fenster nicht offen lassen, es ging nicht. Die Vögel waren sofort, die sind ins Wohnzimmer geflogen. Die hatten überhaupt kein Problem. Die haben überall nach Essbaren gesucht. Und wenn du beim Essen saßt, ja, dann sind die Vögel, saßen zuerst auf dem Geländer und dann zack, erster Sprung auf den Stuhl direkt gegenüber. Und dann, weißt du, dann hast du sie gejagt. Dann haben wir gemacht, haben sie weggejagt und gesagt, nein. Aber weißt du, die haben Nein nicht als Antwort akzeptiert.
Das war so. Die haben das nicht akzeptiert. Ein Schritt zurück, halbe Minute später wieder ein Schritt nach vorne. Einmal umgedreht, zack, saß er wieder auf dem Glas. Hammer! Die hatten irgendwie, die wussten irgendwie, dass wir ihnen letztendlich nichts tun können. Das wussten die irgendwie. Egal, was du gemacht hast, du hast gejagt, du hast in die Hände geklatscht, sie haben unsere Mandarinenkerne nach ihnen geworfen. Hat auch nichts genutzt. Kurz weg, dann wieder da. Nein, nicht als Antwort akzeptiert. Und ich sag dir, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, bei den Vögeln nervt es mich ja ein bisschen. Aber als Christen im Geist sollten wir ein Stück weit so sein. Wenn da ein Land ist, das Gott für dich bestimmt hat, dann solltest du Nein nicht als Antwort akzeptieren. Amen. Halleluja. Dann solltest du, weißt du, wenn der Feind dich an einer Stelle ein bisschen zurückdreht, hups, hüpfst du schon wieder hin. Amen. Nimmst schon wieder ein. Und dann gleich noch mal ein Stückchen weiter. Und noch ein Schrittchen weiter. Amen. Halleluja. Sag mal, ich akzeptiere Nein nicht als Antwort. Jedenfalls nicht vom Feind. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Jesaja 52, Vers 1 ist ein Wort an die Gemeinde. Da sagt er, wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Ja, mit anderen Worten, Gott will, dass die Gemeinde Jesu in ihrer Schönheit, in ihrer Pracht offenbar wird. Gott will, dass wir sichtbar werden. Gott will, dass wir hervorkommen. Ja, Jesaja 60, Vers 1 heißt es, steh auf, sei Licht. Denn dein Licht ist schon gekommen. Sag mal zu deinem Nachbarn, dein Licht ist schon gekommen. Und die Herrlichkeit auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir geht der Herr auf. Und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Amen. Gott hat alles dafür bereitet, dass du scheinen kannst, dass du strahlen kannst. Aber ich sage dir, wer strahlt, das sind die, die einen wachen Geist haben. Ein wacher Geist strahlt aus. Ein wacher Geist ist übrigens auch attraktiv. Niemand wird durch Tod angezogen. Amen. Es ist so. Niemand außer die Aasgeier. Aber die wollen wir nicht. Okay? Sonst wird niemand durch Tod angezogen. Dämonen werden durch Tod angezogen. Ja, genau. Aber Menschen werden angezogen durch das Leben. Amen. Durch wache Söhne und Töchter. Halleluja. Wache Söhne und Töchter sind attraktiv. Wache Söhne und Töchter nehmen das Land ein. Wache Söhne und Töchter sind stark. Wache Söhne und Töchter übrigens auch geben dem Teufel keinen Raum. Wo du wach bist im Geist, hat der Teufel keinen Raum. Wo du schläfst, hat der Teufel Raum. Amen. Deswegen noch ein Vers zum Schluss. 1. Petrus 5, 8. Heute sind viele Bibelverse, wie du merkst, aber du kriegst es dafür gut untermauert. 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Mit anderen Worten, wen kann er verschlingen? Den, der schläft. Wen kann er nicht verschlingen? Den, der wach ist. Logo, oder? Also, wenn du wach bist im Geist, wenn du vorwärts gehst, wenn der innere Turbo läuft, wenn es rund läuft, der Sand aus dem Getriebe ist, wenn es rund läuft, dann hat der Feind kein Anrecht. Weißt du, da können Leute dich verfluchen, wie auch immer, da können Leute dir Böses wünschen, wie auch immer. Es hat kein Anrecht. Nur fang an zu schlafen und plötzlich kriegt der Feind Anrecht. Deswegen sei wach. Halleluja. Und wenn du irgendwo den Eindruck hast, wow, der Feind hat Anrecht, weißt du, dann fang nicht an, den Feind zu beschimpfen oder dich auf den Feind zu konzentrieren, sondern konzentriere dich auf deine geistliche Wachheit. Ja, Shakarababurambadadabasandadakadadabasa. Wirf den Turbo an. Weißt du, da hat der Feind nichts entgegenzusetzen. Der Feind versteht nicht unbedingt deine Sprachenrede, weißt du? Der wird verwirrt, der wird durcheinander gebracht. Du Shakarabasandadana, Feind, was hat er denn? Was ist mit dem los? Verstehe ich nicht. Und dann wird er in seinen Plänen, ja, durcheinander gebracht und gehindert. Halleluja. Aber entscheidend ist dieser geistlich wache
Geist. Halleluja. Heute Morgen will ich für uns alle beten. Weil, wie war der Anfang? Der Satz, den Gott zu mir gesagt hat. Es gibt keine Grenzen dafür, wo dich ein wacher Geist hinbringen kann. Und ich möchte, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich möchte jedenfalls in meinem Herzen, dass jeder von uns wirklich weit kommt im Geist. Weit kommt. Wirklich mit Jesus weit fliegt. Viele Abenteuer für ihn erlebt. Weit fliegt im Geist. Viele Menschen erreicht. Viele Menschenleben verändert. Wirklich das Land einnimmt. Dazu beiträgt, dass dieses Land, dass Deutschland verändert wird, dass die Schweiz verändert wird, dass Österreich verändert wird, dass Europa verändert wird, dass die Welt verändert wird, dass Erweckung sich ausbreitet. Halleluja! Wo auch immer du hinkommst, weil da ein geistlich Wacher ist. Also eine Person, die wirklich geistlich wach ist, kann ein Buschfeuer auslösen. Amen. Mehr als 100, die schlafen. Ja? Und wenn 100, 200, 300, 400, 500, wie über Livestream, wow, über 1000. Wenn ihr geistlich wach seid, alle, also was können wir erreichen? Ich sage, es gibt keine Grenzen. Amen. Es gibt keine Grenzen. Wir können gar nicht zu groß denken. Also der Leib Christi kann gar nicht zu groß denken, aber der Leib Christi ist oft so mickrig in seinem Denken, so vorsichtig und mickrig. Ich sage dir, warum? Weil er nicht ausreichend wach ist. In dem Moment, wo du wach bist, denkst du groß. Amen. Nur wenn du geistlich schläfst, dann denkst du eingeschüchtert. Dann denkst du Begrenzung. Dann denkst du, das kann man so nicht sagen. Und ihr könnt doch nicht einfach sagen, ihr könnt doch nicht einfach sagen und ankündigen, jetzt machen wir da eine Konferenz oder jetzt machen wir da eine Erweckungswoche und dann werden viele Wunder passieren. Woher wisst ihr denn das, dass die passieren werden? Das muss doch Gott machen. Wie könnt ihr einfach so über Gott verfügen? Weißt du, Gott hat's gern, wenn wir unsere Zeltpflöcke einstecken und sagen, jawohl, genau dafür stehen wir und genau das wollen wir. Amen. Also du musst keine Angst haben, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dass du zu viel versprichst. Zu viel erwartest. Du musst eher Angst haben, dass du zu wenig erwartest. Das ist dein Hauptfeind. Halleluja. Aber Gott möchte ihn heute Morgen. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Ich möchte einfach beten für uns und auch alle, die über Livestream zuschauen, dass Gott wirklich in unserem Herzen diesen Turbo anwirft, über in jedem einzelnen Leben, in jedem Einzelnen, der heute Morgen zugeschaltet ist, in jedem Einzelnen, der heute Morgen hier live dabei ist. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der bereits geistlich wach ist. Ich bete als erstes für die geistlich schon wach sind. Aber Vater, ich bete, Herr, dass du diesen Geist noch mehr verstärkst, Herr. Herr, dass du es noch mehr anfachst, Herr. Herr, dass der Turbo noch stärker gezündet wird, Herr. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Und ich bete, Vater, für diejenigen, die vielleicht geistlich ein bisschen lau geworden sind, die vielleicht feststellen in ihrem Innersten, oh, da hat sich ein bisschen was draufgelegt oder vielleicht noch nicht bedenklich, aber schon so ein bisschen, irgendwie ein bisschen Zufriedenheit, Selbstzufriedenheit, ein bisschen so, ach ja, mir kann der Teufel so schnell nichts mehr, einfach so ein bisschen Lauheit, vielleicht ein bisschen kleiner Müdigkeit oder sonst irgendwas, da sagen wir jetzt in Jesu Namen, Korandaralabasikaralabasada, oh, sag mit mir, Korandaralabasikaralabasakadada, oh ja, beginn in Sprachen zu beten. Karamasanda darabashi kara. Oh remanda karabasi kara. Oh remasanda darabashi darabasanda darabara. Kadadalabashi 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 kadadalabara. Shakadalabashi kadadalabashi kadadalabara. Oh, Schekara. Und Vater, im Namen Jesus, Herr, wo hier im Raum irgendwo Anstöße in die Herzen gekommen sind, Herr, sei es Anstöße durch Menschen, Anstöße durch Erlebnisse, Anstöße durch Müdigkeit, durch schlechte Erfahrungen, durch Enttäuschungen, durch was auch immer es ist, in dem Namen Jesus, wir widerstehen diesen Anstößen. Wir sagen, dieser Sand geht raus aus dem Getriebe, er geht raus aus den Seelen, er geht raus aus den Herzen, in dem Namen Jesus.
Jesus, alles, was schwach macht, alles, was niederdrückt, alles, was das Feuer löscht, in Jesu Namen, geht raus aus den Seelen jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt bet mal doppelt so schnell in Sprachen. Oh, wir sagen jetzt, wir setzen den Geist der Erweckung frei in unserer Mitte. Oh, wir setzen den Geist der Wachheit frei in unserer Mitte. Oh, wir setzen geistliche Wachheit frei in unserem Land. Wir setzen geistliche Wachheit frei über dem Leib Christi in Deutschland. Wir setzen geistliche Wachheit frei in der Gemeinde Jesu. Wir setzen geistliche Wachheit frei, Herr, in den Söhnen und Töchtern Gottes. In den Namen Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt erheb deine Stimme und bet für unser Land. Bet für dein Land. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, wir glauben dir, Herr, wir glauben dir für eine geistliche Wende in Deutschland, Herr, wir glauben dir für eine geistliche Wende in Österreich, in der Schweiz, Herr, wir glauben dir für in Europa, für eine mächtige Bewegung deines Geistes, eine mächtige Bewegung der Errettung, eine mächtige Bewegung der Wunder, eine mächtige Bewegung der Hinwendung zu dir, eine mächtige Bewegung der Veränderung, Herr, in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für dein Feuer. Oh, Shekeramanda Karalabasi Karadadada. Halleluja. Halleluja. Ja, bet im Geist, bet im Geist. Wenn jemand von unseren Leitern einfach auch beten möchte, hier von hier vorne, aber ich lege das Mikrofon hierher. Und wenn einer von unseren Leitern beten möchte, einfach das Mikro bitte anmachen und dann kannst du nach vorne kommen und kannst beten. Ich bete für all die Menschen jetzt in Israel, Vater, und im Nahen Osten. Ich bete für den Geist der Wachheit. Ich bete, dass du sie aufwächst für dich, dass du jeden Schleier wegnimmst, der noch auf ihnen ist, und sie dich sehen und sie dich anrufen, den einzigen Gott, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, Herr. Wir setzen das frei, Vater, in Jesu Namen. Danke für Erweckung dort. Danke für Wachheit dort auch. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja, wo sind unsere Leiter? Seid mutig, kommt einmal nach vorne, betet einfach übers Mikrofon. Ja, Herr, ich danke dir für jeden Sohn, für jede Tochter, für wirklich für Wachheit, Herr. Ich danke für neues Feuer, für Wachheit, Herr. Ich danke dir, dass jede Lauheit verschwindet von jeder Gemeinde auf der ganzen Welt, Herr. Ich danke, dass die Gemeinden aufstehen, Herr. Ich danke dir, dass sie vorwärts gehen, Herr. Vorwärts gehen mit dir zusammen, Herr, dass du sie anleitest, Herr. Dass wir gemeinsam vorwärts gehen, wie ein Mann, Herr, dieses Land einnehmen, Herr. Diese Dunkelheit muss weichen in den Namen Jesus. Ich danke dir für Licht auf der ganzen Welt, Herr. Ich danke dir für eine Überschwemmung deiner Liebe, Herr. Ich danke dir, Herr, dass ein neues Feuer da ist, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus.
Jesus, und wir danken dir, dass dein Feuer neu auf unser Land fällt, dass ein Pfingsten entsteht, wie es noch nie gegeben hat. Aber wir blasen den Odem in unser Land hinein, in die toten Gebeine, dass sie wieder lebendig werden. Wir rufen den Leib zu aus dem Norden, Süden, Osten, Westen des Landes. Steht auf, sei Licht, denn euer Licht ist gekommen. Halleluja, kusche kararamando korobosanda da 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 da. E karalamando korobosanda la la basanda da 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 da. O rekamamanda da da da. Ja, und ich bitte jetzt für die Jugend dieses Landes, komm mit deinem Feuer auf diese Jugend, erwecke diese Jugend in deine Liebe, in deinem Feuer. Herr, danke Jesus, dass diese Jugend dieses Land verändern wird, dass diese Jugend dieses Land wirklich umdrehen wird, vom Finsternis ins Licht, die proklamiert ist in Jesu mächtigen Namen. Diese Jugend wird nicht verloren gehen, sondern sie wird in deinem Feuer gehen, in Jesu Namen. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass jetzt auch deine Reanimationsmaßnahmen durch dein Volk gehen, Herr. Herzwiederbelebung, Herr. Wiederbelebung von allem, was hier sein. Herzdruckmassagen, Herr. Neuer Atemzug, Herr. Herr, wir danken dir für die Herauserweckung aus dem geistlichen Tod. Herauserweckung aus der Bequemlichkeit. Herauserweckung aus dem Fleisch in den Geist hinein. Wir danken dir, dass die Gemeinde Jesus jetzt offen ist für den Wachzustand, für Erweckung, für Belebung, Belebung, Belebung in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Herr, wir segnen den Leib Christi auch mit neuer Einheit, Herr. Ich bete für klare Sicht in Bezug auf Einheit, dass wir den Fokus auf Jesus legen und auf nichts anderes, dass wirklich der Fokus ist und wir sehen, wir sind ein Mann und wir gehen voran als ein Mann. Wir schauen nicht rechts und links, sondern der Geist übernimmt und wir gehen im Strom des Geistes voran und wir lassen uns nicht ablenken, sondern wir sind wach und Geist der Einheit, fall über dein Leib in Deutschland. Fall über den Leib Christi in Europa. Fall über den Leib Christi in der ganzen Welt in Jesu Namen. Und das, was der Feind zum Bösen dachte, in Israel auszuüben und was er zum Bösen dachte, in Deutschland auszuüben, das drehst du, Herr, herum und machst das Beste draus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Und ich rufe auch ein neues Feuer aus über alle Gloryhäuser in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo immer sie gegründet wurden. Ein Aufstehungsleben rufe ich in diese Häuser hinein und das Feuer fällt auf sie. Und ich rufe Zentren, neue Zentren der Herrlichkeit in Deutschland hervor, in Jesu Christi Namen. Herr, und ich danke dir überall, wo wir hinkommen, dass die Herzen angezündet werden. Da, wo der Feind es geschafft hat, Lügen zu deponieren, dass es gebrochen wird, dass die Menschen erkennen, wie gut du bist. Und ich rufe wirklich auf zum Gebet, Vater, keine Jammergebete, sondern wirklich Gebete, die von deinem Herzen kommen. Diese Gebete erhörst du und ich danke dir für mächtige Gebete, großdenkende Gebete, dass du es in die Herzen hineinlegst, wirklich groß zu denken und dass die Dinge geschehen, da wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht dran denken, dass das sein kann, aber bei dir ist möglich. Amen. Jesus, gieße neu aus deine geistlichen Mäntel über Deutschland, über Österreich und über die Schweiz. Und die geistlich Toten, dass sie aufstehen in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Wir proklamieren, aufstehen. Jetzt ist die Zeit, um aufzustehen. Nicht zum Schlafen, sondern aufstehen. Du rufst dein Volk, Jesus, es soll aufstehen. Du rufst dein Volk. Halleluja.
Und wir setzen im Namen Jesu einen radikalen, kämpferischen Geist frei, der wirklich gegen die, ja, für die Dinge Gottes kämpft, im Namen Jesu. Wir setzen es frei im Namen Jesu, eine neue Ehrfurcht vor dem Herrn in unserem Land, in der Jugend, in den Kindern, in den Erwachsenen, im Namen Jesu und ganz Europa. Wir setzen diese Ehrfurcht vor dem Herrn frei im Namen Jesu, vor der Bibel, vor dem Wort Gottes, im Namen Jesu. Und danke, Herr, dass du mächtig wirkst in unserem Land, dass du auch Einheit in den Ehen schenkst bei den Christen. Wir singen die Ehen der Christen im Namen Jesu in unserem Land. Wir segnen die Beziehungen in unserem Land, in den Christen, in den Gemeinden im Namen Jesu. Danke, Herr, dass du die Ehen beschützt und behütest, dass du sie stark machst und dass der kämpferische Geist auch in die Familien reinkommt, in die christlichen. Im Namen Jesu setzen wir das frei, dass sie nicht aufgeben, sondern dass sie kämpfen und für dein Reich, Herr, für deine Dinge, Herr, im Namen Jesu. Und Vater, ich danke dir, dass jetzt die Alten aufstehen. Herr, dass keiner von denen über Rost klagt, sondern dass sie jetzt aufstehen und dass sie jetzt in der Nacht durchkämpfen. Die Siege, die künftigen Schlachten schlagen, Herr, in der Nacht vorbereitet, dass die Jungen dann auf der Straße siegreich und erfolgreich sind. Und ich danke dir, dass sie von Kraft zu Kraft gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass die Alten jetzt wirklich kämpfen, Herr, dass sie aufstehen, dass sie vorwärts gehen und dass sie mit ihrer Gebetsmacht diese zukünftigen Siege vorbereiten. In Jesu Namen. Herr, du hast verheißen, wenn der Geist ausgegossen wird, wenn dein Geist sich ausgeht, dann wenden sich die Herzen der Söhne zu den Vätern. Und die Väter zu den Söhnen, die Töchter zu den Müttern und die Mütter zu den Töchtern und umgekehrt. Herr, du bist ein Gott der Generationen und ich rufe die ganzen Generationen vor dich, dass sie erkennen, dass du der Herr der Generationen bist. Ich bete an gegen jede Isolation, sondern ich spreche aus Integration. Integration in jeder Hinsicht, dass keiner aus den Familien verloren geht. Das ist dein Herz, Herr, dass keines der Jungen und Alten verloren geht. Deine Generationen rufe ich her. Ganze Generationen, die vor dich hinstehen, die mit deinem Feuer erfüllt sind und die ein Vorbild sind für ihre Umgebung. Amen. Heiliger Geist, wir sagen Geist des Gebets, fall auf jeden Einzelnen. Komm, streck dich aus, einfach jeder Einzelne. Der Geist des Gebets fällt. Danke, Vater, für den Geist des Gebets. Danke, Herr, dass du diesen Turbo in unserer Mitte zündest. Herr, dass du diesen Turbo zündest in der Gemeinde Jesu, Herr. Herr, Tag und Nacht, Herr, rund um die Uhr, Herr. Danke, dass du mit neuem Feuer auf unsere 24-Stunden-Beter kommst, Herr. Danke, dass du mit neuem Feuer auf die Gebetsgruppe am Freitag kommst, Herr. Danke, dass du mit neuem Feuer auf das Gebet vor den Gottesdiensten kommst, Herr. Danke, dass du mit neuem Feuer kommst, Herr, auf jeden Einzelnen, Herr, in seiner persönlichen Gebetszeit, Herr. Danke, Vater, Herr, für einen neuen Drang zum Gebet, Herr, für einen neuen Zug zum Gebet, Herr. Danke, Jesus, fall mit deinem Geist, Herr. Fall mit deinem Geist, Herr. Fall mit dem Feuer des Gebets, Herr. Halleluja, und ich setze neue Gebetskreise frei. Ich rufe neue Gebetskreise in Existenz, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, neu wird gebetet. Halleluja, ich setze es frei in den Häusern, zusammen als Familie. Halleluja, unter Freunden, in Jesu Namen. Und neue Gebetskreise auch hier im Zentrum. Setze ich frei, Halleluja, in Jesu Namen. Nimm das, wenn Gott dir mit dir was jetzt aufs Herz legt, nimm es. Halleluja. Und ich setze frei eine neue Welle des Lobpreises. In jedem Land, in Europa, in Martinique, Frankreich, überall, neue Lieder. Danke Jesus, gibt neue Lieder, neue Instrumente, neue Melodie. Es kommt eine Melodie vom Himmel auf ganz Europa. Ich setze das frei, dass neue Gebetskreise in den Schulen, auf Arbeitsplätze, dass wirklich die Kinder und Jugendlichen ihren Mund weit aufmachen, dass das Gebet voll durchgeht, bis in die kleinste Generation hinein, von der Wonneproppen bis zur älteren Generation. Du hast uns zusammengestellt als Beter und danke, dass da, wo wir sind, der Geist des Gebets neu fällt. Ha!
Halleluja, Jesus, wir geben dir die Ehre für alles, was du tust, Herr. Herr, wir danken dir, dass der geistliche Turbo gezündet ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass es nicht zu stoppen ist, Herr. Dass dein Wirken nicht zu stoppen ist, Herr. Wir danken dir, dass unsere Zeitflöcke weit steckst, Herr. Auf neues Land steckst, Herr. Herr, dass wir neues Land erobern, neues Land einnehmen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Halleluja. Komm, lass uns ihm die Ehre geben. Yes, Lord. Oh, sag nochmal zu deinem Nachbarn. Shakarabasakarada. Halleluja. Danke, Jesus. Wow, wow, da ist ein Feuer im Raum. Halleluja, Halleluja. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Das kann keine Feuerwehr mehr löschen. Auch keine geistliche Feuerwehr mehr. Oh, den Geist kann man nicht mehr auslöschen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Ja, Halleluja. Und jetzt lass uns unsere Gebete versiegeln durch ein Saatkorn, das wir sehen heute Morgen. Ein Saatkorn in die Ernte, ein Saatkorn in das Wirken Gottes, ein Saatkorn in Erweckung, in das Feuer Gottes für Europa und für die Welt. Lass uns einfach säen. Frag den Heiligen Geist, was soll ich säen hinein in diesen Boden? Was soll ich säen auch in dieses weite Land hinein, in meine weit gesteckten Zeltpflöcke, in meine Erweiterung hinein? Was soll ich säen? Welches ist das richtige Saatkorn von dir? Frag ihn einfach und das, was er dir sagt, das tust du. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du live hier vor Ort bist. Du kannst entweder ein Bar geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Die eine Hälfte wirfst du in den Eimer, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweist in den nächsten Tagen. Wir geben gleich hier die Eimer durch. Wenn Livestream zuschaust, werden die Möglichkeiten eingeblendet, die du geben kannst. Du kannst per Überweisung die IBAN nutzen, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte das, was er dir zeigt heute Morgen. Steck deine Zeltpflöcke weit auch im Geben. Sei einfach ein großzügiger Geber, der großzügig wieder empfängt, weil ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes Maß, ein überfließendes Maß wird in deinen Schoß gegeben werden. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir wieder gemessen werden. Halleluja. Preis den Herrn. Lass uns die Eimer durchgeben und wenn du eine Verpflichtungserklärung ausfüllst, du auch den Stift wieder bitte mit rein in den Eimer. Ansonsten einfach das, was er dir gezeigt hat, tust du und preis den Herrn dabei, weil du weißt, wenn du gibst, wirst du wieder empfangen. Halleluja. Halleluja. Während ihr die Eimer rumgeben lasst, an der Stelle vielleicht eine Vorschau nehme ich vorweg, einfach, dass ihr es von mir auch nochmal gehört habt als große Ankündigung. Am 7. Juli diesen Jahres, merkt euch den Termin vor, 7. Juli, Sonntag, 7. Juli diesen Jahres, feiern wir ein dreifaches 30-jähriges Jubiläum. Und zwar, wir feiern 30 Jahre Glory Life, 30 Jahre Vollzeitdienst Georg und Irina und 30 Jahre Ehe Georg und Irina. Halleluja. Also wir feiern 90 Jahre. Und wir werden hier eine große Feier haben im Zentrum. Es werden viele Gäste kommen. Auch Bruder Jün wird predigen hier. Haben sich weitere Gäste angekündigt. Lilo Keller und verschiedene andere werden kommen. Sogar aus Rumänien, die Pastoren haben sich angekündigt, dabei zu sein. Wir werden einen Festgottesdienst haben. Im Anschluss daran Mittagessen, Feier in unserem dann erweiterten Café in Jesu Namen. Und mit Beiträgen. Wenn ihr Beiträge habt, auch für die Feier, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Sketch oder was auch immer. Also wir wollen einfach einen richtig tollen Tag verbringen zusammen. Merkt euch das schon mal vor. 7. Juli. Notiert es euch in eurem Kalender. Okay? Gut. Preist den Herrn. Die anderen Ansagen kriegst du gleich vom Roland dann noch für diese Woche. Im Anschluss jetzt an den Gottesdienst, gleich im Anschluss haben wir den Empfang für Neue heute wieder. Wenn du entweder heute zum ersten Mal da bist oder in den letzten Wochen neu zu Glory Life gekommen bist, wollen wir dich einfach kurz gerne begrüßen, Irina und ich. Und wir treffen uns im Gebetsraum, dort einfach durch die Tür durch, links raus, da ist der Gebetsraum. Und da treffen wir uns und wollen euch kurz begrüßen, gibt auch was zu
knabbern und zu trinken und einfach ein paar Informationen. Und wenn du da noch nie dabei warst bei so einem Empfang, sei dabei. Jetzt direkt im Anschluss an den Gottesdienst ist deine Gelegenheit heute. Okay? Also nutz die Gelegenheit. Außerdem haben wir im Anschluss an den Gottesdienst unser Heilungsteam, das hier vorne bereit ist, Hände aufzulegen. Wenn du Markus 16 glaubst, dann werden die Kranken gesund und die Gebundenen werden befreit. Und du kannst auch anrufen auf unserer Hotline über Internet. Nein, nicht über Internet, über Telefon. Aber wenn du zuschaust über Internet, dann kannst du anrufen an unsere Hotline. Ist keine Beratungshotline, ist eine Gebetshotline. Kurzes Gebet, aber mit Power, mit Kraft. Und du wirst gesund werden und du wirst befreit werden. Du kannst anrufen eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes. Die Hotline-Nummer wird jetzt schon eingeblendet, aber erst wenn der Gottesdienst zu Ende ist, kannst du anrufen. Okay, jetzt segnen wir die Sammlung. Streck deine Hand aus, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Morgen, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Saatkörner, die gesät wurden, Herr, in diesen Boden des Feuers, in diesen Boden der Kraft, Herr, in dieses Treibhausklima der Erweckung, Herr, in dieses Treibhausklima von erweiterten Zeltpflöcken, Herr. Danke, Vater, dass alles, was wir gesät haben, Herr, dass es zurückkommt zu uns, Herr. Herr, 30-fach, 60-fach und 100-fach, so wie es dein Wort sagt, Herr. In allem, alle Zeit, alle Genüge und überreich zu jedem guten Werk. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, für diese Kleidungsstücke und Tücher. Danke, Herr, dass deine Kraft sich speichert, Herr. Deine Power, Herr, die Erweckungskraft Gottes, Herr. Danke, Vater, dass sie in diese Kleidungsstücke und Tücher kommt, Herr. Und dass jeder, der heute nicht hier sein kann, Herr, diese Kraft empfängt, Herr. Und die Kranken werden gesund, gebunden werden befreit und die Toten werden auferweckt. Geistlich, körperlich, seelisch, in jeder Hinsicht. Die Toten werden auferweckt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben und lass uns nochmal alle zusammen aufstehen, weil ich habe noch eine letzte wichtige Sache. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir nicht sicher, ob du geistlich bereits zum Leben erweckt bist, ja, weil wenn du geistlich lebst, dann weißt du das. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dass er in dir lebt, dass sein Geist in dir ist. Wenn du geistlich tot bist, dann weißt du oft nicht sicher. Manche Menschen sagen, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht so genau, wo ich hinkomme, wenn ich sterbe. Ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Und manche sagen auch, ja, ich denke mal, dass ich in den Himmel komme, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann sage ich dir, dann bist du geistlich noch nicht lebendig. Weil geistlich Lebendige wissen ganz klar, wohin sie unterwegs sind, wohin ihre Reise geht. Nämlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir noch nicht sicher, wo deine Reise hingeht und du hast vielleicht noch nie vor Menschen einfach wirklich Jesus Christus als deinen Herrn bekannt, als deinen Erlöser, weil du brauchst ihn als deinen Erlöser. Es reicht nicht aus zu glauben, dass Jesus gibt oder dass er auferstanden ist, sondern du musst ihn persönlich annehmen als deinen Erlöser. Das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, sein Herr ist, dein Herr ist, der wird errettet werden. Und wenn du das noch nie bekannt hast in deinem Leben, dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten. Oder wenn du es vielleicht mal bekannt hast irgendwann, aber dann bist du wieder weggekommen davon und du weißt nicht, wo du heute hinkämst, wenn du sterben würdest. Du hast nicht mehr diese Gewissheit. Du warst geistlich tot, aber heute möchte er dich geistlich zum Leben bringen. Halleluja. Und wenn das einfach dich betrifft, wenn du sagst, jawohl, ich möchte dieses geistliche Leben empfangen. Ich möchte Jesus Christus als mein Leben, als meinen Erlöser empfangen. Dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten. Und wo auch immer du bist im Raum, streck einfach ganz kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Streck deine Hand ganz hoch. Ja, da, ich sehe deine Hand, deine Hand, deine Hand. Ist noch jemand da? Streck deine Hand ganz hoch, sodass ich sehen kann. Ja, ihr hier, ich sehe eure Hände. Auch da hinten, ich sehe deine Hand. Auch hier, ich sehe deine Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben für alle, die, Halleluja, die ihre Hand gehoben haben. Jetzt sagen, jawohl, ich möchte ganze Sache machen. Ich bin entschieden, mit Jesus ganze Sache zu machen. Ich möchte mit euch und für euch jetzt persönlich beten. Ich möchte euch einfach ein Gebet vorsprechen und ihr dürft es mir laut nachsprechen und dann möchte ich euch gerne persönlich die Hand auflegen. Deswegen alle, die jetzt ihre Hand gehoben haben, kommt einfach ganz schnell hier aus den Reihen nach vorne. Kommt einfach ganz schnell hier nach vorne und ich möchte einfach hier kurz persönlich begrüßen und euch persönlich dienen. Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Halleluja. So wunderbar. Herzlich willkommen. Dürft euch zu mir drehen, genauso in meine Richtung. Müsst ihr nicht zu den Leuten drehen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Oh, lasst uns Jesus die Ehre geben.
schön, dass ihr da seid. Wow. Wow, wisst ihr was? Dieser Jubel, den ihr da im Hintergrund hört, ist nur ein kleines bisschen ein Abklatsch von dem, was im Himmel jetzt los ist. Weil die Bibel sagt, da ist Freude im Himmel. Halleluja. Und ich sag dir, wenn der Himmel sich freut, dann freut er sich richtig. Amen. Halleluja. Oh, hier sind noch mehr. Lasst uns euch noch mal kurz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Super. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns noch mal mit dem Himmel freuen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Und jetzt möchte ich einfach, dass wir alle zusammen unsere Augen schließen. Jeder im Raum schließt einfach seine Augen. Und ihr hier vorne insbesondere, betet mir einfach folgendes Gebet laut nach. Und jeder im Raum, der es einfach mitbeten möchte, betet es einfach mit und unterstützt die vorne. Aber ihr hier vorne ganz besonders, betet es mir ganz laut nach, weil wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Sprich einfach und sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du Jesus Christus gesandt hast, dass du ihn ans Kreuz hast gehen lassen, wegen meiner Sünde, und dass du ihn auferweckt hast aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann, damit ich erweckt werden kann, damit ich lebendig werden kann, für dich, Vater, damit ich dieses Leben hier auf der Erde leben kann. Mit dir, Jesus, als meinem persönlichen Herrn und Erlöser. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Reinige mich jetzt durch dein Blut, Jesus, und gib mir dein neues Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich empfange es jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt ihr alle im Raum. Ja, genau. Gebt mir einen Applaus. Halleluja. Und dann, ihr alle im Raum, ihr hier vorne, ihr dürft euch einfach entspannen. Ich möchte einfach die Hand auflegen. Aber alle, die sonst im Raum sind, ihr streckt einfach eure Hände aus zu denen, die vorne sind. Betet einfach in Sprachen mit für sie. Und wir segnen sie jetzt. Ich segne dich in dem Namen Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Fülle des neuen Lebens. Die Bibel sagt, wer zu ihm kommt, den stößt er niemals hinaus, sondern den nimmt er an als seinen geliebten Sohn. Halleluja. Danke, Jesus, für diesen geliebten Sohn, Herr, den du heute zu dir gerufen hast, Herr. Herr, weil du ihn liebst und weil du etwas vorhast mit seinem Leben, weil du einen Plan hast für sein Leben, Herr. Herr, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Herr, das hast du bereitet für diesen Bruder in Jesu Namen, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für weit gesteckte Zeltpflöcke im Leben dieses jungen Mannes, Herr, von diesem heutigen Tag an, Herr. Danke, Herr, dass du Großes vorhast, Herr. Danke, Herr, dass du ihn bestimmt hast, dafür weit zu fliegen, Herr. Weit zu gehen, Herr, im Geist, Herr. Dass du ihn bestimmt hast, wirklich Land einzunehmen, Herr. Dass du ihn bestimmt hast, einen Unterschied zu machen in seiner Generation und darüber hinaus, Herr. Dass du ihn dazu bestimmt hast, einen Unterschied zu machen in diesem Land und darüber hinaus, Herr. Danke, Herr, es gibt keine Grenzen für einen wachen Geist, Herr. Und Herr, so sage ich von heute an, Herr, sind die Grenzen gefallen in deinem Leben. Herr, in dem Namen Jesus, die Grenzen sind gefallen in seinem Leben. Und es gibt keine Grenze mehr für das, wo du ihn hinführen kannst, Herr, in Jesu Namen. Wenn er mit dir vorwärts geht, in Treue und in Beständigkeit, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist, für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Oh ja, betet im Geist die anderen. Halleluja, da ist der Geist der Liebe. Da ist der Geist der Kraft. Oh, empfang von ihm. Empfang sein neues Leben. Empfang seine Herrlichkeit. Empfang seine Liebe. Oh, lass dich füllen von ihm. Er hat dich zu sich gezogen aus lauter Gnade und Güte, weil er hat dich je und je geliebt. Halleluja, Halleluja. Sei gesegnet in Jesu Namen mit seiner Liebe. Sei gesegnet in Jesu Namen mit seiner Liebe. Sei gesegnet in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine Engel, Herr, die hier sind, Herr. Danke, dass du Engel stellst, Herr, um jeden Einzelnen, der sich jetzt für dich entschieden hat.
Halleluja. Engel des Schutzes, Vater, Engel der Bewahrung, Herr. Danke, Herr, für diese kostbare Tochter Gottes. Ich spreche dir jetzt zu in dem Namen Jesus. Du gehörst zu Jesus und er gehört zu dir. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe, weil so viele ihn aufnahmen. Denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Du bist seine geliebte Tochter und an dir hat er Gefallen gefunden. Halleluja. Sei gesegnet. Sei gesegnet in Jesu Namen. Sei gesegnet. Sei gesegnet mit seiner Kraft. Sei gesegnet mit seiner Liebe. Sei gesegnet mit seiner Stärke. Von innen heraus. Mit der Erneuerung des Geistes. Mit der Erneuerung des Geistes. Halleluja. Für deine Seele und auch für deinen Körper. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Er macht auch unsere Leiber lebendig durch den in uns wohnenden Geist, Herr. Danke dafür, Heiliger Geist. Ich breche die Macht des Geistes des Todes über dir jetzt in Jesu Namen. Und ich sage, du lebst in Herrlichkeit und in Kraft. Und du lebst in göttlicher Stärke. Halleluja. In Jesu Namen. Und nichts und niemand kann ich mehr davon trennen. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Danke, Jesus, dass du sie heute zu dir gezogen hast, Herr. Herr, mit deiner Liebe, ja, so wie es heißt in deinem Wort, mit Seilen der Liebe hast du mich gezogen. So danke ich dir, Herr, dass du sie mit Seilen deiner Liebe gezogen hast, Herr. Und dass sie heute wirklich hier ist, Herr, und dir begegnen darf, Herr Jesus. Ja, zeig dich ihr, Herr, wie nie zuvor. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Halleluja, 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 Herr. Halleluja. Du sagst, Herr, ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist wirst du Gott nicht verachten. Nein, sondern du wirst ihn aufrichten, du wirst ihn aufbauen, du wirst ihn stärken, Herr. Du wirst kommen, Herr, mit deiner Barmherzigkeit und ihn neu machen, Herr. So danke ich dir, Herr, dass du das genau gerade jetzt tust in meinem Bruder, Herr. Herr, dass du ihn neu schaffst, Herr, von innen heraus, von innen nach außen, Herr, neu schaffst in dem Namen Jesus, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich preise dich für deine Herrlichkeit, Herr. Ich preise dich für deine Kraft in seinem Leben. Ich preise dich für deinen Überfluss in seinem Leben in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus, Amen. Gott ist mit dir, Gott ist mit dir. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott für dich ist, was kann gegen dich Bestand haben? Halleluja, in Christus, jeder feurige Pfeil des Bösen prallt ab. Alles, was ausgesprochen wurde, alles, was gegen dich gegangen ist, es prallt ab, es fällt ab. In dem Namen Jesus, danke, Vater, für deine Liebe, Herr, die meine Schwester jetzt berührt, Herr, die durchgeht, Herr, durch ihre Seele, durch ihren Körper, Herr, durch ihr ganzes Leben. Heiliger Geist, füll sie mit deiner Kraft, Herr. Oh, füll sie mit deiner Liebe, Herr. Oh, Heiliger Geist, füll sie mit dem neuen Leben in dir, Herr. Füll sie mit deiner Kraft, Herr. Oh, danke, Jesus, Herr, du heilst das zerbrochene Herz, Herr. Herr, du stellst wieder her, Herr. Herr, du nimmst die Einzelteile, die zerbrochen wurden, und du machst ein ganz neues, wunderschönes Gefäß daraus, Herr. Danke, Jesus, Herr, für dein Werk in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, für dein Werk der Wiederherstellung. Danke für dein Werk der Gnade. Danke für dein Werk der Liebe, Herr. Oh, ich preise dich, Herr. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Siehe, ich mache alles neu. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Halleluja. Er tut es, er tut es. Das gute Werk, das er in dir begonnen hat, er wird es vollenden. Oh, das gute Werk seiner Liebe. Oh, Halleluja. Danke, Jesus, Herr, für dein Werk der Liebe, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk der Gnade, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk der Erneuerung, Herr. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk der Heilung, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du es jetzt tust, Herr. Ja, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns Jesus nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.
Halleluja. Ich möchte euch allen gern sagen, hier vorne zum Ersten, herzlichen Glückwunsch für diese Entscheidung. Es ist die wichtigste Entscheidung in eurem Leben. Und zweitens möchte ich euch sagen, bleibt dran an dieser Entscheidung. Ja, ich habe es heute gepredigt, haltet euren Geist wach. Ja, wach im Gebet, wach im Lobpreis, wach im Wort Gottes. Ja. Hinter euch sind jetzt noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, auch noch weiter für euch persönlich zu beten, wenn ihr das möchtet. Und die euch gerne auch noch so ein Infoblatt mitgeben möchten, auch wo nochmal so ein paar Punkte auch stehen, was jetzt wichtig ist für dieses neue Leben. Dreht euch einfach mal kurz um und dann können sie euch willkommen heißen. Und wenn ihr das möchtet, dürft ihr einfach gerade mit ihnen rübergehen in den Jugendgottesdienstraum und dann wird da noch für euch persönlich gebetet und persönlich gedient. Und wir geben ihnen nochmal einen kräftigen Applaus, genau. Ihr dürft darüber gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Halleluja. Lasst sie rübergehen, genau. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Amen. Amen. Das macht Gott. Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ihr Lieben. Halleluja. Ihr dürft Platz nehmen nochmal. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken. Wow, so mächtig. Halleluja. Da ist Feuer im Haus. Ah, so schön wieder hier bei euch zu sein. Halleluja, so wunderbar. Preist den Herrn. Jetzt freue ich mich auf den Roland, der euch die Ansagen gibt für die kommende Woche. Hört ihm gut zu, was er euch zu sagen hat. Halleluja. Danke, Jesus. Läuft doch noch der Turbo? Seid ihr noch wach? Also dann passt jetzt gut auf, weil ich habe euch einiges zu sagen. Einiges. Also alle Eltern, wie immer, gleich nach dem Gottesdienst die Kinder vom Kinderdienst persönlich abholen. Und im Café, da gibt es wie immer Kaffeebrezeln, süße Stückle. Das Ganze geht dann bis 15 Uhr, dann werden die Türen verschlossen. Und auch jetzt direkt im Anschluss an den Gottesdienst für alle empfangen. Im Gottesdienst, im Gebetsraum mit Pastor Georg und Irina, für alle, die neu zu Glory Life dazugestoßen sind in den letzten Wochen. Dienstag, 16.04. 19.30 Uhr geht es dann weiter. Glory Life Intensivabend hier im Zentrum wieder. Also seid mit dabei, das ist immer eine richtig gute, inspirierende Sache. Seid auch möglichst live dabei. Es gibt allerdings auch einen Livestream. Aber wenn ihr dabei seid, ihr wisst ja, live ist live. Einfach dabei, ja. Zutritt ist über den Mitarbeitereingang an der Ostseite, also dort drüben. Und wer gerne noch was knabbern will danach, bitte was mitbringen. Donnerstag, 18.04. beginnt um 19 Uhr wieder mit dem Gebet für frisches Wirken des Geistes. Und es geht dann nahtlos über 19.30 Uhr in die Glory Life Schule, die Schule für euch, nämlich für die übernatürlichen Weltveränderer hier im Zentrum. Seid auch hier wieder möglichst live dabei. Anmeldung zur Schule übers Formular am Infotisch oder online. Und wer noch nicht angemeldet ist, der darf dreimal kommen und schnuppern und dann darf er sich anmelden, damit er immer dabei sein kann. Samstag dann 20 Uhr, 20.04. Da ist die Beginn unserer Herrlichkeits- und Wunderwochenendes und zwar ab 15.30 Uhr Heilungsräume. Und dazu müsst ihr euch anmelden unter info@glorylife.net. Und hier könnt ihr tiefer in die Präsenz Gottes und der Herrlichkeit eintauchen und Wiederherstellung erleben, persönlich an eurem Körper. Die Aufenthaltsdauer in den Heilungsräumen beträgt 1,5 Stunden, so circa. Nach der Anmeldung bekommt ihr dann eine genaue Zeit und die ist dann so zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr. Und vor den Heilungsräumen findet noch eine Heilungsschule mit Pastor Georg statt und zwar um 14 Uhr im Kinderraum im ersten Obergeschoss. Und für alle, die im Heilungsdienst dabei sind oder sich für die Schule persönlich bei Pastor Georg angemeldet haben. Sonntag, den 21.04. Wundergottesdienst mit Pastor Georg und Rina hier im Zentrum. Da könnt ihr alle Freunde, Bekannte, Verwandten, alle einladen und alle mitbringen. Dazu liegen draußen auch Flyer aus und parallel ist wie immer Kindergottesdienst und zwar von die Anmeldung von 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Circa 30 Minuten nach dem Gottesdienst ist dann das
auf Vorgespräch im Büro von Pastor Georg im ersten Stock. Und eine Stunde nach dem Gottesdienst ist im Jugendgottesdienstraum Glory Business Launch mit Christian Schilling, und zwar für alle Selbstständigen, Geschäftsleute, Angestellten und so weiter, die auf dem Herzen haben, in ihrem Umfeld etwas zu verändern. Und dann planen wir wieder eine Taufe, und zwar am Sonntag, 28. April nach dem Gottesdienst. Und wenn du noch nicht als Erwachsener getauft bist, dann hast du hier die Möglichkeit, du brauchst nur das blaue Formular am Infotisch nehmen, ausfüllen und du bist dabei. Dann gibt es noch eine Vorschau, und zwar der nächste Glory Life Ausflug findet am 26. Mai statt, und zwar im Anschluss an den Gottesdienst und diesmal jetzt in die Wilhelma. Wer es nicht kennt, Zoologisch-Botanischer Garten in Stuttgart und Bad Cannstatt. Und nähere Infos sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, findet ihr auf der Homepage unter www.glorylife.net/Wilhelma oder am Stehtisch im Foyer im Glory Shop. Anmeldeschluss ist der Sonntag, der 19. Mai. Und dann gibt es noch eine Vorschau, und zwar, wenn du zwischen 13 und 25 Jahre alt bist, Freude hast an Lobpreis, Gebet und Gemeinschaft, dann bist du richtig, und zwar bei der Connected Worship Night am Freitag, dem 26. April, hier im Zentrum. Nach einer gemeinsamen Schabbatfeier kannst du dich auf Lobpreis von unserer Connected Jugendband freuen, sowie unseren Freunden der jüdischen Kultur Stuttgart. Neben Kurzimpulsen und gemeinsamen Gebet werden auch Zeiten der Gemeinschaft mit Snacks und Getränken sowie Spielen haben. Und dann die Vorschau, Pastor Berg hat schon gesagt, großer Festgottesdienst am 7.7. 10 Uhr zum 30. Jubiläum, 3x30 Jahre von Glory Life, Dienstjubiläum Pastor Georg und Irina und Hochzeit. Anschließend gibt es ein Mittagessen, ein großes Fest, und wer Ideen oder Beiträge für den Nachmittag hat, darf sich sehr gerne bei Pastorin Irina melden. Dann gibt es neu die Lehrreihe Geistliche Leidenschaft von Pastor Georg aus unserer Glory Life Schule. Die gibt es jetzt als MP3-Set hier im Zentrum oder als Download über unseren Online-Glory-Shop. Da kannst du dir das entweder bestellen oder runterladen oder auch hier kaufen. Erkenne tiefer das Herz von der Leidenschaft im Sinne Jesu und lerne auch, jenseits von der offiziellen Leidenschaftsrolle geistlich und nicht nur menschlich zu leiden. Ja, das ist der Schlüssel, geistlich zu leiden. Alle sonstigen Termine findet ihr im Aufbruch für März, April am Welcome-Tisch und im Infoständer. Hier wieder viele Berichte aus dem Gemeindeleben. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Sonntag. Draußen scheint die Sonne. Genießt es. Ja, einen guten Tag noch. Danke. Amen. Halleluja. Und jetzt darfst du dich noch deinem Nachbarn zuwenden zum Schlusssegen und darfst ihm sagen, du bist gesegnet. Mit einem wachen Geist. Der Heilige Geist in dir ist ein lebendiger Turbo. Der Geist des Gebets ist in dir am Wirken. Geistlicher Hunger treibt dich, lässt sich dich ausstrecken und deine Zeltpflöcke weitstecken. Und so nimmst du das Land ein. Du denkst groß und du gehst weit. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. In Jesu Namen. Amen, ihr Lieben. Ihr seid gesegnet, auch ihr, die über Livestream zuschaut. Ihr seid gesegnet, habt noch den allerbesten Sonntag. Jetzt gibt es, wie gesagt, noch Kaffee im Kaffee der Begegnung. Und für alle, die zum Empfang, für Neue, die noch nie dabei waren, einfach kommt rüber in den Gebetsraum. Irina und ich werden gleich dort sein und euch begrüßen. Okay? Also den besten Sonntag. Ihr über Livestream, ihr könnt jetzt anrufen, ab jetzt eine Stunde lang 07158 1758 10. Bis zum nächsten Mal.